So, dann, meine lieben Zuschauer an dieser Stelle, herzlich willkommen zum heutigen JFD Live Event. 17. Juli, die Sonne scheint, das Wetter ist prall und wir sehen uns heute hier am Morgen online im World Wide Web, hier connected mit. Und da freut es mich sehr, heute Dennis Gürtler wieder begrüßen zu dürfen, einen Partner von uns hier bei JFD mit diversen Strategien und Taktiken und hier heute im JFD Live Event am Start, um uns da mal ein Stück weit ranzuführen an seine Methodiken, an seine Taktiken, wie er denn hier an den Märkten agiert. Und dies, liebe Leute, gerade vor dem Hintergrund, was wir als Broker ja auch verfolgen, die Transparenz und Fairness eben hier wirklich im Echtgeldrahmen mit allen Ecken und Kanten und Hürden, die es denn auch hier gibt. Und der Dennis, der hat auch hier insbesondere natürlich den Fokus auf das Lieblingsunderlying des deutschen Anlegers gelegt, hier zum Beispiel den DAX, aber auch die Top-Werte wie Euro, US-Dollar und eben andere sind hier bei ihm im Fokus. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir den Dennis heute hier dabei haben. Wen ihr natürlich immer mit dabei haben solltet, ist es, den richtigen Partner am Markt zu haben. Eben, wer führt euch aus? Wie führt er euch aus? Meint er es fair? Meint er es ehrlich? Und da ist unser Name Programm JFD Brokers drum. Liebe Leute, prüft immer, mit wem ihr handelt. JFD Events. Da ist es, da habt ihr euch heute angemeldet. Intraday DAX und FX Trading, spannendes Thema. Insofern will ich auch gar nicht zu viel der Vorrede hier verlieren. Eine Kurzvita zum Dennis habt ihr hier, da sind wir zwei. Und wenn ihr noch weiter runterscrollt, haben wir auch noch viele, viele andere Events in unserer Pipeline. Das baut sich auch sukzessive weiter aus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Dennis heute zugegen ist. Insofern, Dennis, richte doch mal ein Hello in den Äther. Jetzt müsstest du auch scharf sein. Guten Morgen, meine Damen und Herren, grüße ich Christian. Ja, herzliche Grüße aus Berlin. Es ist zwar nicht ganz so sonnig, aber die Laune ist dennoch positiv. Uns erwartet ein schöner Tag und ja, wir haben jetzt die nächsten 2 Stunden Zeit. Ein paar Trades sind vorbereitet. Wir werden das Ganze auf einem 50.000er Konto auch live traden, das Konto von Börsenmatrix. Und im Euro läuft noch eine Position, also ein bisschen was ist da. Der Dienstag ist sowieso prozyklisch, also durchaus stärker. Wenn Bewegungen da sind, sind sie vor allem Dienstag und Donnerstag, gerade in den europäischen Werten vorhanden. Montag eher so ein bisschen ruhigerer Auslotungstag. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier auch mit JFD machen können. Bin mit der Ausführung sehr, sehr zufrieden und ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die da sind an dem Morgen, an dem Dienstagmorgen am 17. hier. Sehr schön. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Ich dachte schon, es liegt an meinem Headset, denn es knistert etwas, wenn du sprichst. Liegt das daran? Ja, wir machen, warte. Warte, wir haben extra noch ein anderes Mikro. Just a second. Kein Problem. Deswegen auch ganz wichtig die Interaktion, liebe Leute. Jens, Hans, Dietmar und Co. Vielen Dank für das Feedback, weil das ist natürlich immer der Punkt. Ich wollte jetzt nicht reingrätschen und jetzt sagen, hey, habe ich hier einen Bug auf meinem Headset? Aber nein, das habt ihr auch. Test. Oh, das ist gut. Nochmal bitte, nochmal sag mal, wie anständig. Jetzt müsste es eigentlich wieder perfekt sein, richtig? Jetzt hast du einen schönen Sound, einen schönen Bass in der Stimme. Perfekt, Dennis. Ja, geil. Erstmal vielen Dank für dein Opening auch an der Stelle. Wie gesagt, ich denke, es ist sehr, sehr spannend. Wir werden das auch mit dir, gerade wenn auch das Feedback heute sicherlich gut reinkommen wird, auch in gewisser Konsequenz auch fortsetzen hier zyklisch, weil ich denke, wir können hier einen großen Mehrwert aus deinen Skills ziehen. Und insofern will ich direkt mal den Bildschirm zu dir rübergeben. Jetzt gibt es vielleicht eine kleine Unterbrechung, liebe Leute. Nicht wundern. So. Jetzt haben wir Dennis drüben. Jetzt machen wir Dennis noch zum Moderator und dann gibt es den Bildschirm-Switch. Da steht noch der Kollege André Stacke im Letter, sehe ich gerade. Mit diesem hatten wir ja unlängst auch. Das ist völlig in Ordnung. Mit André Stagge kann man sich durchaus auch mit verbinden. Das ist ja jetzt sicherlich keine schlechte Adresse. Nee, stimmt. Der André, ganz lieb, hatten wir auch letztes Mal ja einen schönen Live-Event in jedem Falle. Aber das ist natürlich auch hier etwas, wo ich nochmal nachschrauben muss. Das soll uns jetzt aber hier nicht vom Event abhalten. Ich sehe deinen Bildschirm. Insofern dürften auch alle Teilnehmer den Bildschirm sehen. Das ist schon mal wunderbar. Und ja, dann holt uns doch einfach an der Stelle ab. Wie gesagt, liebe Leute, nutzt den Chat, wenn ihr Fragen habt. Dazu ist es auch da. Wir hatten hier das auch im Event in der Beschreibung angedeutet. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch natürlich hier Infos zu geben. Oder wenn ihr beispielsweise eine Lieblingsaktie oder irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, werft da auch mal einen Blick auch drauf. Das können wir auch gern mit vornehmen. Vielleicht hat sogar der Dennis hier auch noch den einen oder anderen Algo für uns. Also, die Bühne gehört dir. Ich bin erstmal schweigsam und insofern Action Jackson. Gut, das heißt, zusätzlich starte ich hier nochmal die Aufzeichnung. Dann haben wir es nochmal doppelt. Also, meine Damen und Herren, Sie hören mich. Alles läuft soweit. Nochmal ein ganz kurzes Feedback. Einfach nochmal ein kurzes Ja, Nein. Einfach JN reintippern.
dann weiß ich, dass das hier auch funktioniert. Danke, Ulrich. Gut, das funktioniert. Ja, lassen Sie uns beginnen für den heutigen Tag. Wir beginnen das Ganze erstmal mit dem ökonomischen Kalender. Das heißt, ich bereite mich morgens in der Form immer vor. Wir haben ja, was das angeht, vollautomatisierte Strategien. Die werde ich auch gleich nochmal zeigen. Wir handeln heute auf zwei Konten, einmal 19.000, einmal 24.000 Euro. Klassische Range-Breakout-Strategien, die wir hier umsetzen. Auf der anderen Seite ist ja der Präsenzhandel, also das diskretionäre Trading, durchaus auch relevant. Oftmals geht es ja um die Frage, okay, was soll ich eigentlich handeln? Ja, also mache ich das Ganze im Chart? Wie viel Automatismus steckt dahinter? Ich handle zu 80% automatisiert und wenn sich im Chart Situationen ergeben, die akzeptabel für mich sind, nehme ich die on top gerne mit. Aber größeres Kapital wird dann zunehmend auch einfach über vollautomatisierbare Strategien gemanagt. Dazu aber dann an der Stelle mehr um Punkt 9 Uhr. Beginnen wir erstmal mit der generellen Vorbereitung. Ich schaue mir erstmal an, am Dienstag, wo sind im Prinzip Sweet Spots? Bedeutet also in der Form ganz klare Thematik. Wir haben einmal um 10 Uhr Bank of England, Gouverneur Carney. Das ist relativ wichtig, gerade vor dem Hintergrund des Brexits. Wirtschaftsnachrichten bekommen da durchaus eine erhöhte Bedeutung. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt großartig mit dem Wirtschaftskalender weiß, in welche Richtung es gehen wird. Ja, also am Ende ist es die Frage, was wird da veröffentlicht? Erste Frage. Zweite Frage ist, welche Auswirkungen hat das überhaupt auf den Markt? Dritte Frage ist, wie lange ist diese Auswirkung? Ja, man sagt immer so ein bisschen populistisch gesehen, naja, was heißt populistisch gesehen? Politische Börsen haben kurze Beine. Das bedeutet einfach nur, dass gewisse Nachrichtenelemente zwar einen Ausschlag geben, aber nicht nennenswert kriegsentscheidend sind. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ungerne, wenn ich im Präsenzhandel trade, kurz vor wichtigen Nachrichten positionieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite um 10 Uhr Gouverneur Carney und ganz wichtig um 10:30 Uhr die Arbeitslosenrate und die Arbeitslosenveränderung. Das heißt, um 10:30 Uhr erwartet das britische Pfund vermutlich die meiste Volatilität des Tages. Das ist das eine. Also 10 Uhr, 10:30 Uhr britisch Pfund, werden wir dann drauf schauen, wenn es soweit ist. Und dann um 16 Uhr noch vom Fed-Chef Powells eine Stellungnahme. Das heißt, rein von der Thematik heute 10 Uhr, 10 Uhr, 10:30 Uhr England, 16 Uhr Fed. Ansonsten kommt da heute von der Nachrichtenseite aus her relativ wenig. Wenn wir uns dann in der Morgensvorbereitung befinden, dann haben wir hier im Scalp Trading Plus Bereich, da werden wir aber auch noch was mit JFD machen, eine übergeordnete Großwetterlage. Das bedeutet, wir haben hier so ein Tool, das gibt es auch im Chart. Da schaue ich mir immer an, wie die generelle morgendliche Stimmung in den Märkten ist, wenn man es mal so zusammenfassen will. Was sieht man hier? Man sieht alle Währungspaare, alle wichtigen Majors in Gruppen sortiert, oben die Indizes hier. Sieht man meinen roten Punkt? Kurz Ja, Nein schreiben. Ulrich war relativ schnell. Ulrich, sagt Bescheid, wenn der rote Punkt sichtbar ist. Ich Das heißt, bin wir sogar haben noch links schneller, hier aber erstmal die sechs Ulrich ist Indizes. auch da. Ja, sieht man. Genau, wir haben hier die Indizes, DAX, CAC 40, UK 100 und da haben wir eine gemischte Tendenz, leicht schwächer aktuell. DAX bei minus 3. Was jetzt der Wert auch immer heißen mag, spielt keine Rolle. Fakt ist aber, er ist jetzt erstmal negativ und wir sehen erstmal einen relativ schwächeren US-Dollar. Man sieht Euro-US-Dollar grün, British Pfund US-Dollar grün, Auto-US-Dollar, NZD US-Dollar, dieser Viererblock und darunter direkt US-Dollar Cut, US-Dollar Schweizer Franken rot, ist ja klar. Das heißt, in dem Bereich sieht man relativ schön, US-Dollar heute relativ schwach. Ein Trade läuft auch schon, ein Präsenztrade, den werde ich auch gleich vorstellen. Es ist nur so, dass um 9 Uhr bei uns unter anderem zwei wichtige automatisierte Strategien getriggert werden. Man kann verschiedene Ranges handeln, 8 bis 9, 9 bis 10. Man kann aber auch 8 bis 9:30 Uhr nehmen. Also das ist die morgendliche Volatilität, die wir hier handeln. Wenn sich also der Markt für eine Richtung entscheidet, folgen wir. Das ist scalp-trading.com. Das haben wir hier, das ist das Präsenzportal. Weil gerade gefragt wird von Hans-Joachim, welche Seite das ist.
Bernd sagt gerade, morgen in die Runde. Guten Morgen. Ja, und hier sehen wir also zwei Elemente. Zum einen also die Indizes, die etwas schwächer tendieren. Das ist eigentlich eine persönliche Indikation. Damit ich einfach mal morgens weiß, sind wir heute am Handelsstart eher bullisch oder eher bärisch. Hat jetzt auch nichts mit der reinen Performance zu tun, sondern einfach mit der markttechnischen Gesamtsituation. Das ist so gesehen der Großwetterlagenscanner. Die Yen-Paare, alle relativ stark, bedeutet also, der Yen ist etwas schwächer. Man sieht also in der Form, und das ist das Wichtige am heutigen Tages, ich trade hauptsächlich nur DAX und die europäischen Werte, also Euro, US-Dollar und Euro-Yen. Wenn man es zusammenfassen will, ich bin eigentlich Experte für DAX, Euro, US-Dollar und Euro-Yen. Das sind die Sachen, die ich eigentlich nur trade und cover. Zusätzliche Setups mache ich gerne, aber ich bin eigentlich hauptsächlich in diesen drei Währungspaaren aktiv. Man kann natürlich auch mit einem skalierbaren Ansatz und mit einer Strategie in verschiedenen Märkten aktiv sein, aber so ist es, wie es ist. Gut, also Euro-US-Dollar erstmal ziemlich stark, British Pfund US-Dollar grün, Aud US-Dollar grün, NZD US-Dollar grün, bedeutet für mich erstmal, bevor ich überhaupt an den Chart gehe, keine Short-Position. Ja, wenn das long ist, gehe ich nicht short, weil da fließen markttechnische Faktoren ein. Also ich habe mir überlegt, damals eben den Chart in der Form zu systematisieren, damit ich in dem Fall da relativ übersichtlich skalierbar arbeiten kann. Jens sagt gerade, wie wirkt sich der nachbörsliche Kursverlauf von Netflix nach den Zahlen aus? Keine Ahnung. Das ist absolut, ich handle nur zur Haupthandelszeit, also 8 bis 15:30 Uhr. Europa. Und wenn man es genau nimmt, eigentlich nur 8 bis 12 ist Europa und dann kommt Overlap, dann ist erstmal Ruhe im Karton von 12 bis 14 Uhr. 14:30 Uhr kommen meistens die ersten Zahlen aus Amerika, meistens in den Non-Farm Payrolls oder EZB, aber die sind relativ selten. Das heißt, wirklich Action ist nur von 8 bis 11 und von 15:30 Uhr bis ungefähr 19 Uhr. Das ist so für den Intraday-Bereich eigentlich die beste Zeit, um da überhaupt mal zu handeln, weil ansonsten geht nicht viel. Ja, und dann würde ich sagen, in 2 Minuten triggern die EAs und dadurch, dass wir das natürlich live auch auf JFD-Konten machen, zeige ich Ihnen das jetzt erstmal, weil ich muss ja jetzt auch die Ausführung kontrollieren. Und hier sehen Sie die Live-Konten dann in der Form. Ich mache das Ganze über ein VPS. Das bedeutet, die EAs laufen auf einem extra Computer in New York, weil wir dort zu JFD die geringste Anbindung haben. Das resultiert einfach in der Tatsache, dass wir, wenn wir mit JFD arbeiten, dessen Server in New York stehen, wenn man da mit einem guten VPS arbeitet, hat man hier eine Anbindung von 2,1 Millisekunden. Und das ist letztendlich ein Tick, den man an Vorteil hat. Man ist also ein Tick schneller als der, ich sage mal, herkömmliche Privatanleger. Das heißt aber nicht, dass der herkömmliche Privatanleger diesbezüglich das nicht haben kann. Im Gegenteil, ja, JFD bietet das an mit mytradehost.com. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie die EAs hier exekutieren. Gleich rattert das Ding auch los. Achten Sie bitte darauf. Hier sehen Sie dann, wie der EA arbeitet. Einmal in dem roten Feld hier unten und einmal in dem roten Feld hier rechts. Und dann sieht man im Prinzip, wie der EA den Markt eben abscannt und dann auch sich positioniert. Und in 8 Sekunden fängt das Ganze an anzutickern. Und bis dahin brauche ich dann auch ein bisschen Konzentration. Wenn ich dann also nicht sofort was sage, dann ist, was das angeht. Und jetzt sieht man, jetzt fangen die an zu arbeiten. Und in der Form, wenn jetzt ein Ausbruch passiert, geht der EA automatisch rein. Wenn er es nicht macht, muss ich händisch mit nachgehen. Also wir haben natürlich voll automatisiert alles, aber der Mensch kontrolliert am Ende trotzdem alles. Und jetzt wird eben gescannt, in welche Richtung sich der Markt eben bewegt. Wir haben jetzt hier beispielsweise die Range von 8 bis 9. Da haben wir eine Volatilität im DAX von 20 Punkten und im Euro-US-Dollar eine Volatilität von 25 Punkten oder 25 Pips. Und meine Aufgabe ist es morgens ab 9 Uhr erstmal sicherzustellen, dass die EAs laufen für die vollautomatisierten Strategien. Gut, wenn ich mal zum Arzt muss, wenn ich mal irgendwo privat unterwegs bin morgens, dann vertraue ich schon drauf, dass das automatisch läuft. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig,
bei der Ausführung da zu sein. Ja, bedeutet also, selbst wenn man solche Handelsstrategien eben umsetzt, dann ist es ja wichtig, dass man immer noch mal kontrolliert, ob die Orders, die man so regelkonform abgeben möchte, ob die auch so getriggert werden. Weil, ne, man hat in der Regel immer eine doppelte Sicherheitslinie. Naja, und jetzt sehen wir aktuell, wie sich der Markt erstmal relativ unspektakulär im Rahmen der ersten Handelsstunde volatil nach oben und nach unten schiebt. Irgendwas macht er jetzt, und wenn der Markt eben long ausbricht, geht man long. Wenn der Markt short ausbricht, geht man short. Das funktioniert mehrheitlich, aber halt nicht jeden Tag. Also wenn man das jeden Tag tradet, dann macht man damit aufs Jahr gesehen einen guten Gewinn. Aber man muss natürlich auch aushalten können, dass beispielsweise jetzt, wenn man sich das so anguckt, ich meine, die EAs rattern die ganze Zeit, gucken also, ab wann passiert ein Ausbruch. So ein bisschen wie in der Matrix, ne? Es läuft die ganze Zeit mit. Und dieses Mitlaufen ist einfach nur ganz, ganz wichtig, damit ich sehe, der EA ist weiterhin aktiv. Ja, ganz, ganz wichtige Thematik. Und sofern sich der Markt eben jetzt nicht morgens entscheidet, gehe ich auch keine Position ein. Mein größtes Problem war in der Regel immer, dass ich mich zwischen 8 bis 9 positioniert habe. Ne, und jetzt sieht man, dass der DAX so langsam, langsam hier an diese Range-Begrenzung kommt. In der ersten Handelsstunde, das sieht man hier. Ich mache es dann auch noch größer, wenn es getriggert worden ist. Aber solange sich der Schwarm nicht entscheidet, folge ich dem nicht. Ja, also das, was wir hier beobachten, sind einfach Schwärme. Eine Menge an Marktteilnehmern, die aktuell zusammenkommen. Also es gibt nicht einen großen Marktteilnehmer, vor allem nicht im Euro-US-Dollar. Ja, da werden Milliarden täglich umgesetzt, also gehandelt. Und dieser Markt ist fast nicht manipulierbar. So, das heißt, wir haben das Erste, was ich also immer, so sieht praktisch mein Handelsalltag aus. Ne, weil wenn man im Prinzip jeden Tag handelt und man stellt sich am Anfang so ein bisschen vor, okay, jeden Tag so ein bisschen Krieg und Frieden, Action, was geht hier, was geht da, da ein Trade, so läuft das nicht ab. Das heißt, man will mit 45, mit 55, im fast biblischen Alter, sage ich jetzt mal, Spaß beiseite, man will da auch ein relativ entspanntes Leben führen, und man geht dann im Rahmen eines Trading-Alltages nicht auf einen sehr gesundheitlich verschleißenden Handelsstil. Ja, das heißt, was das angeht, versucht man natürlich so einen Handelsstil für sich zu finden, dass es ruhig und kontrolliert abläuft. Also persönlich gesehen habe ich mir von Live-Trading immer mehr erwartet. Ich dachte, Live-Trading bedeutet so, Wilder Westen, jetzt wird geschossen. Ja, da wird im Prinzip nichts geschossen, sondern es wird kontrolliert, werden die Orders abgearbeitet. Ne? Und mal hat man halt Gewinn, mal hat man Verlust. Ende des Jahres hat man Gewinn. Aber in dem Fall, man kann zum Beispiel hier, das ist die roten Linien, das sind nichts anderes als die Begrenzungen der ersten Handelsstunden. Ja, und da gibt es verschiedene Uhrzeiten, die man nehmen kann, ob man jetzt 8 bis 9, 9 bis 10, 8 bis 9.15 Uhr, 8 bis 9.30 Uhr nimmt. Wichtig ist, die Volatilität spielt sich in der Regel zwischen 8 und 9.30 Uhr statt, findet die statt. Da findet die Volatilität statt. So, das kann man auch messen. Das ist schon seit 16 Jahren so. Ne? Und wenn sich der Schwarm nicht entscheidet, wenn er also... Und das Prinzip ist relativ easy. Warum sollte ich mich erst dann entscheiden, wenn erst die Grenzen, also das Hoch der ersten Stunde oder das Tief der ersten Stunde oder der ersten anderthalb Stunden? Naja, wenn ich dachte immer, okay, ich muss möglichst früh rein. Ja, nur möglichst früh bedeutet auch teilweise zu schnell, und zu schnell heißt falsch. Das heißt, langsam ist genau. Und genau ist schnell. So, das heißt, geballert wird nicht. Und in der Form bleibt einem erstmal, was das angeht, das ist sehr angenehm. Weil wenn sich der Schwarm nicht entscheiden kann, also wenn er weder das Hoch der ersten Stunde bricht, wenn er es nicht brechen kann, dann ist er auch nicht bullisch. Ist ja relativ klar. Ich meine, wenn es jetzt heute ein bullischer Tag werden wird, dann muss er ja das Hoch brechen. Oder wenn es ein bärischer Tag wird, muss er ja das Tief der ersten oder zweiten Stunde brechen. So, ich meine, anders funktioniert ja der Markt nicht.
Das heißt, ich kann mich schon relativ zurücklehnen und sagen, okay, wenn der Schwarm sich entscheidet, hänge ich mich dran. Ob der weiterläuft, keine Ahnung. Ja, ich hänge mich nur dran. Und in der Mehrzahl der Trades funktioniert das. Zum Beispiel solche Range-Breakout-Strategien können auch mal gut und gerne ein halbes Jahr nicht funktionieren. Ne? Das heißt, wenn du Glück hast, kannst du diese, oder was heißt Glück? Wenn du weißt, wie der durchschnittliche Drawdown ist, so, dann kann diese Form des Tradings eben auch mal dazu führen, dass man mit einer Strategie ein halbes Jahr Verlust macht. Und das sind eben Probleme, die dann, die Ergebnisse werden auf börsenmatrix.de präsentiert. Da sieht man die aktuellen Ergebnisse und die Strategien auch gebacktestet auf 16 Jahre. Ne? Und jetzt hat man im Prinzip, hallo, Frage zum Breakout. Zählt der Bruch auf einer bestimmten Zeiteinheit? Nein. Ein Tick drüber. Da gibt es keine Zeiteinheit. Weil man betrachtet ja den Handelsverlauf der ersten Stunde. Das heißt, wenn man jetzt den Handelsverlauf der ersten Stunde betrachtet, dann ist es egal. Man hat sein Raster durch die Zeit. Bedeutet konkret gesagt, in der Form, ich kann die erste Handelsstunde, was weiß ich, rauf, runter und rauf. Ja, das wäre eine Handelsstunde. So. Ich kann diesen Handelsverlauf der ersten Stunde auf dem Stundenchart angucken und ich kann das Ganze auch auf dem 5-Minuten-Chart angucken. Aber es wird an der Stunde nichts ändern. Die Stunde ist, wie sie ist. Die erste Handelsstunde hat ein Tief und hat ein Hoch, beziehungsweise man kann auch nur 8 bis 10 Uhr nehmen. Ja, man kann auch in der Nacht 1 bis 2 handeln. Also da gibt es verschiedene Optionen, die man handeln kann. Entscheidend ist dabei, und da macht die Uhrzeit tatsächlich gar nicht so einen großen Unterschied. Das Problem ist nicht die Strategie als solches. Das Problem ist, wenn man das Schwarmverhalten tradet, also der Schwarm, der sich in Bewegung setzt, ja, der wird nicht immer durchziehen. Das heißt, beispielsweise, wenn man jetzt die Range tradet, wird es eben viele Fälle geben, wo, was weiß ich, eine Range entwickelt worden ist. Und so sieht die erste Handelsstunde aus. Naja, und wenn sich der Schwarm eben nach oben entwickelt, geht man mit Long, wenn man den Schwarm nach unten folgt, geht man halt short. Aber es wird halt eben auch 50.000 Fälle geben, da geht er nach oben, macht gerade so ein neues Hoch und bricht dann zusammen. Das ist dann ein fachlich sauberer Minustrade. Weil wenn man dem Schwarm eben folgt, dann heißt es nicht automatisch, dass man dann so gesehen mehrheitlich richtig liegt. Na, also in der Form, und da sieht man, das ist schon relativ entspannt. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, wenn ich jetzt nicht am PC bin, ja, dann verpasse ich hier die Welt. Weil man sieht ja selber, Sie sehen es ja selber jetzt. Ich meine 9:09 Uhr, das ist die Phase, in der ich in der Regel einfach immer nur gucke, bis der Trade exekutiert wird. Und der läuft dann oben. Ich habe hier 10 Monitore und das ist dann die Thematik. Zusätzlich, und jetzt hat man in der Form, hat man ja jetzt natürlich seine Systeme am Laufen. Und nichts passiert. Jetzt kommt das, was ich mir früher vorgestellt habe, nämlich der Präsenzhandel. Das heißt, man schaut sich eben auch an, was habe ich charttechnisch für Möglichkeiten. Unter anderem schauen wir uns mal den DAX an. Ja? Das heißt, ich schiebe jetzt mal den VPS-Server nach oben und wenn sich hier was ergeben hat, dann gehen wir drauf ein oder wenn das kurz davor ist, zu triggern. So, jetzt habe ich die Zeit. Ärgern dich die vielen Fehlausbrüche? Ich denke, wenn man, also das hört sich jetzt hart an, aber wenn es darum geht, dass man sagt, es ärgert etwas einen, dann ist das der falsche Beruf. Trading wird darüber entschieden, ob man mit Verlusten umgehen kann. Und der Punkt ist folgender: Als Trader muss man lernen zu verlieren. Ich weiß, dass die meisten immer auf Gewinne aus sind, aber es ist doch wie immer, ja. Oder die falsche Strategie, richtig. Aber ich weiß ja, dass die 16 Jahre funktioniert. Das heißt, in der Form bin ich da relativ entspannt. Und sie wird ja auch live umgesetzt. Das heißt, da kann man im Prinzip nicht mit persönlichen Emotionen argumentieren.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mit 45, 55, das ist ein schönes Alter. Man hat da in der Form ja auch eine Vorstellung vom Leben. Und ich möchte da gesund ankommen. Ich möchte Spaß am Leben haben. Und wenn ich mich jetzt die nächsten, ich bin jetzt 31, wenn ich mich die nächsten 24 Jahre jeden Tag kaputt mache, mich jeden Tag ärgere, und Ärger ist auch gesundheitlich einfach schädlich. Stress ist schädlich. Das merkt man nicht. Aber irgendwann hat man dann die Fresse voll. Ich sag's, wie es ist. Und wenn man dann handeln will, dann stellt man fest, ui, ich will eigentlich gar nicht jeden Tag die Action. Ja? Und abgesehen davon, jetzt, wo die Systeme ja laufen, und wie gesagt, wenn sich da was ändert oder wenn da es zu einem Signal kommt, ziehe ich das sofort mit in den Monitor. Aber jetzt habe ich die Zeit. Früher war es halt so, ohne Automatismen, und es ist, wie es ist. Ich habe zu sehr auf die, bin zu sehr auf die Jagd gegangen, habe mich zu sehr wie Clint Eastwood gefühlt in einem schlechten Western, ja, wo du dann im Prinzip rumballerst und versuchst, sehr schnell Positionen einzugehen. Warum dann Dennis? nicht im Tageschart handeln? Weniger Stress geht kaum. Ja, weil ich nicht über Nacht und übers Wochenende positioniert bin. Das bedeutet, ich handle nicht über Nacht, weil ich nicht über die tote Zone gehen möchte. Relativ einfach zu erklären. Über die Nacht kann ich nicht handeln. Die Volatilität und die Liquidität ist im DAX, also im DAX gibt's, kann man zwar bei JFD synthetisch den DAX mitgehen. Das ist gut, wenn man eine Position dringend schließen muss. Aber ich bin um spätestens 22 Uhr draußen. Also spätestens, wenn ich mich ins Bettchen lege, dann bin ich draußen. Und da will ich auch nicht mehr über den Markt reden. Wir können noch mal kurz schauen, Aber wo Dennis, stehen Dennis, die? lass Ja, mich kurz, hau raus. schau ganz kurz. Also absolutes Commitment, das machst du auf jeden Fall von der Erklärung her super. Was viele auch immer verstehen müssen, ist eben wirklich das auf die Jagd gehen. Ne? Viele verwechseln das Trading mit dem Dschungelbesuch, mit dem Kick nach Abenteuer und dem Rendite erhaschen und jagen. Aber da geht es ja auch genau darum, dass man eben hier vielmehr nicht immer irgendwas reininterpretieren muss. Das hatte ich neulich auch mit Marco Enderlein beim Webinar. Das ist ja auch eine ultra alte Weisheit von unserem Michael Vogt, ja. Also viele interpretieren in den Charts immer irgendwas rein und dann wird eben nicht gesucht. Man sollte aber hier vielmehr mal spannende Setups suchen oder eben sich gewisse Systeme aufbauen, die dann aber eben auch einen Erfahrungswert, Schrägstrich statistischen Erfahrungswert aufweisen, die einem hier praktisch die Sicherheit geben oder einem die Sicherheit gibt, dann praktisch hier eine konsequente Handelsstrategie umzusetzen. Gerade bei solchen automatisierten Systemen sind die Vergangenheitswerte, der Erwartungswert hoch, hoch interessant. Das ist aber auch diskretionär genauso. Man muss hier gewisse statistische Grundzahlen erstmal erarbeiten, um dann überhaupt so ein System auch bewerten zu können. Ja, und ich sage mal, du hast ja vorhin auch Ich muss gesagt, kurz, Christian, wir kriegen gleich ein Signal rein. Der DAX nähert sich dazu, also gut, ja, ist da gut, kommen wir gleich gut, noch, das ist ein ist gut. wichtiger Punkt. Der DAX nähert sich dazu, sich Short zu entscheiden. Das bedeutet, er ist kurz davor, ein neues Tief zu generieren. Und jetzt wurde auch schon die Position bei JFD eröffnet. Hier sieht man es. Der Trade wurde abgesetzt. Der Markt ist durchgelaufen. Und was das angeht, ist jetzt erstmal auch eine sehr saubere Exekution erfolgt. Das ist eben der Grund, warum ich JFD mag. Ja, also die Kooperation mit JFD mache ich jetzt nicht, weil natürlich die Leute sind nett und jetzt absolut professionell. Aber ich sage es Ihnen jetzt mal ganz ehrlich. Ich als Trader sehe den Broker als Geschäftspartner. Bedeutet relativ einfach, ich will eine gute Exekution. Punkt. Das ist das, was mich beim Broker interessiert. Und nicht, ob der nett ist, nicht, ob der Support gut ist. Das interessiert mich nicht, weil ich will niedrige Handelskosten. So, und bei JFD haben wir das eben getestet. Die haben einfach gute Exekution. Punkt. Ja, und das ist eben der Grund, warum ich hier bin, weil ich keinen Bock habe. Und darum geht es nämlich am Ende, dass man hier sieht man das eben, wenn der Markt sich entscheidet. Ich kriege meistens den Kurs. Ich meine, JFD ist kein Market Maker. Selbst wenn ich den Kurs nicht kriege, weiß ich, JFD hat da nicht dran rumgespielt. Ihre Aufgabe, die Aufgabe eines Brokers ist es, meine Order so schnell wie möglich an den Markt weiterzuleiten. Punkt. Das ist deren Job. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann ist der Support kein Ausgleich dafür. Ja, also von seinem Mechaniker sagt man ja auch in der Regel, mach mir das Auto.
ja, und nicht den Garten. Und das, naja, es ist halt so. Jetzt bei aller Liebe, Christian, Sympathie hin. Ich meine, du bist sympathisch, die Leute sind professionell, aber das ist als Trader nicht relevant. Da muss Na, man das kommt on top. Aber absolut. was bringt das Ganze, wenn die Exekution nicht sauber ist? Und das ist halt ein sehr schönes Beispiel, weil man ja immer sagt, na, der DAX ist illiquide, dies, das. Das kommt drauf an, bei welchem Broker man ist. Also klar hat JFD auch Slippage. Und kein Broker der Welt wird sagen, es gibt kein Slippage. Aber ich möchte halt eben, wenn ich so ein System trade, das System funktioniert doch nur dann, wenn ich auch die Kurse bekomme, die ich brauche. Wenn ich jetzt hier 10 Punkte später eingeloggt worden wäre, als Beispiel, ja, machen wir es mal konkret, weil das sind auch am Ende die Vorteile, weshalb wir zu JFD gegangen sind. Ja, wir hatten natürlich vorher gewisse Kooperationspartner, aber mit der Zeit wird man professioneller und je professioneller man wird, umso besser möchte man dann auch exekutiert werden. Und es ist natürlich dann eben genau dieser Unterschied. Hast du viel Slippage, wirst du am Ende der Kerze reingenommen. Das heißt, in der Theorie ist es ja relativ schön, was das angeht, wenn man in der Form hier sagt, naja, ich handle, ich gehe mit dem Schwarm. Ja, das ist ja schön. Nur wenn der Broker dich nicht relativ zügig mit durchleitet, dann ist es so, dass in der Form, dass du viel später reingenommen wirst. Das heißt, bei schlechten Brokern hast du dann eine Differenz von 7 Punkten. Und das ist aber genau das, was am Ende übrig bleibt. Ja, so, und jetzt haben wir zum Beispiel genau das. Der Schwarm hat sich eben für eine Richtung entschieden und dann folgen wir dem Schwarm einfach. So, und das wird jetzt eben bis zum Take-Profit laufen oder auch nicht. Aber ich werde mich jetzt garantiert nicht 100 Mal kaputt machen, wenn man hier eben sieht, der Take-Profit ist für heute das Doppelte der ersten Stunde. Das bedeutet, der Take-Profit liegt bei 12.512. Wir können das auch hier mal sehen. Hier sieht man dann schon den Trade. Das sind 160 Euro vorne. Und jetzt läuft das Ganze durch. Und hier sieht man auch noch das Modell. Das heißt, JFD hat Core Spreads. Das bedeutet, ich kriege die Spreads, die im Markt aktiv sind, und zahle eine Kommission. Ne? Und das sind dann einfach eine schöne Sache. Und ja, jetzt ist es so, jetzt läuft das Ganze. Das heißt, der Einstieg erfolgt hier, der Take-Profit erfolgt hier und der Stop-Loss erfolgt hier oben. Kurze Ich Frage, ziehe den Dennis. Stop-Loss nicht nach. Ja, Das wollte ich genau. gerade fragen. Passt du, wenn du jetzt ein R gewonnen hast, also sprich dein Risiko verdient hast, dann ziehst du den nicht nach, den Stopp? Das Nein, ich grundsätzlich, ziehe den warum? nicht nach. Warum vielleicht? Weil sich das so auf 16 Jahre bewährt hat. Also das heißt, das Problem ist auch relativ einfach ausgedrückt, wenn man mit Stop-Loss nachziehen arbeitet, brauchst du einen EA, der das macht. Wenn jetzt der VPS Müh abbricht oder kommt zwar bei JFD nicht so häufig vor oder fast gar nicht, oder der MT4 rummeckert und er hat zum Na ein nachziehendes eine nachziehende Strategie ist immer instabiler, weil egal was jetzt passiert, ob der VPS abschmiert, ob der MetaTrader abschmiert, ich bin safe. Bei einem nachziehenden Stop-Loss muss der EA jede Sekunde, jeden Tick laufen. Jeden Tick. Und wenn dieser Tick nicht da ist, dann braucht man ja, muss der EA auch wissen, was er tut. Das heißt, du musst dem EA dann beibringen, wohin er den Stop-Loss nachziehen muss, wenn beispielsweise was fehlt. Und diese Fälle sind sehr komplex. Das heißt, es ist für die meisten so, dass wenn man zum Beispiel jetzt ohne Nachziehen arbeitet, ich meine, wir können ja den DAX mal nebenbei laufen lassen, dann sieht man das Ganze. Wenn man beispielsweise jetzt hier die erste Handelsstunde hat und da machen wir die Boxen rein. Nach unten und nach oben. So, wenn ich jetzt also sage, ich möchte, wenn ich hier unten drinne bin, ja, der Markt eiert rum, bricht dann Short aus. Das ist, glaube ich, jetzt der Fall, den wir jetzt haben. Jetzt sind wir hier unten und haben schon einen Gewinn. Das ist ja der Grund, warum die meisten auch nicht profitabel agieren. Weil sie natürlich sagen, ich muss den Stop-Loss relativ zügig nachziehen. Oder natürlich gibt es auch Modellierungen, wo es besser wäre, den Stop nachzuziehen. Aber dann muss natürlich auch der EA jede Sekunde das Ganze abtasten. Und da entstehen auch Probleme. Das heißt, die meisten gehen zu sehr von der Theorie aus und zu wenig von der Praxis.
So sind die Orders bei dem Broker, die Order. So, entweder, egal was jetzt passiert, ich bin raus als Trader. Da kann der VPS abstürzen, der MetaTrader abstürzen, da ist egal was. Und natürlich wird es auch Fälle geben, da geht der Markt instant wieder hoch und stoppt dich aus. Da wird man natürlich sagen, das ist Schwachsinn. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht gebacktestet hat, dann weiß man auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das heißt, es muss alles gebacktestet werden. Wenn ich nicht weiß, dass das auf 10, 15 Jahre funktioniert, was ich hier tue, ist alles andere eine Meinung. Das bedeutet, wenn man eine Idee hat, zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn man, keine Ahnung, irgendwas macht, ja, Thorsten sagt, ich verstehe immer noch nicht, warum die Strategie so toll ist. Die Strategie wird doch schon seit Jahren von vielen Anbietern als EA verkauft. Ja, deswegen, ich finde sie klasse, weil sie automatisierbar ist. Also sie hat den großen Vorteil, ich muss nicht am PC sein. Der Witz ist ja, die meisten Privatanleger gehen davon aus, dass so gesehen Scalping oder der Intraday-Handel so einfach mit ihrem Leben kombinierbar sind. Das ist es aber nicht. Du musst halt von 8 bis 11 da sitzen. Das heißt, die Strategie hat den großen Vorteil, sie ist automatisierbar. Das ist ein extrem großer Vorteil. Warum? Weil ich dann eben, es gibt doch zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe die Zeit, dann sitze ich davor. Und wenn ich nicht die Zeit habe, dann muss ich Trades eingehen mit einer längeren Haltedauer. Also H1, H4, Daily. Ja, nur dann bin ich ja über Nacht positioniert. Über Tage, das will ich gar nicht. Wir sind eine Händlerfirma, die nie über Nacht geht. Nie. Warum? Wenn es Trends auf Tagesbasis gibt, gibt es auch Trends auf Stundenbasis. Und wenn es Trends auf Stundenbasis gibt, gibt es auch Trends auf Minutenbasis. Wenn Trends Gesetze haben, dann kann ich die Gesetze auf dem Stundenchart anwenden oder ich kann die Gesetze auf dem Minutenchart anwenden. Aber wenn man sagt, Trends haben gewisse Gesetze, dann weiß man auch, okay, warum soll ich dann die größeren Trends nehmen? Dann kann ich auch gleich die kleineren Trends nehmen. Ne? Und bin aber dafür nicht über Nacht positioniert. Und im Präsenzhandel ist es ja ähnlich. Zum Beispiel haben wir hier, wenn wir das heute mal angucken, das ist das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, diese Indikation. Zum Beispiel im Präsenzhandel. Schauen wir uns mal den DAX jetzt im Präsenzhandel an. Wenn man mich jetzt fragen würde, du Dennis, was würdest du denn heute traden als professioneller Händler und in der Form, wo sind die Sweet Spots? Und diese Strategie im diskretionären Ansatz ist halt nicht automatisierbar. Das bedeutet, wir sehen aktuell relativ schön, dass der Markt seitwärts gerichtet ist. Er entwickelt keine Tendenz. Also weder über 12,4 noch über 12,6. Ja. Du brauchst einen Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenvorteil, die Automatisierung. Und in der Form, natürlich, die Strategie, die du hast oder die du genannt hast, die haben wir auch schon getrackt. Also das ist kein Problem. Vortageshoch hat prinzipiell mehr Slippage. Also haben wir auch eine Strategie. Es ist nicht das Thema. Man kann auch am Vortageshoch, man kann zum Beispiel auch long gehen, wenn er das Vortageshoch bricht und short, wenn er das Vortagestief bricht. Ja, weil das sind einfach Marken, an denen orientieren sich die Mehrheit an Marktteilnehmern. Und es ist dann simpler als gedacht. Also Trading ist mehr Regeln befolgen als kreativ sein. Das ist so erstmal das Erste, was man so pauschal, wenn man überhaupt pauschal das sagen will, zusammenfassen will. Naja, und wenn ich jetzt zum Beispiel den DAX scalpen will, wenn man mich fragt, Dennis, zeig doch mal jetzt irgendwas aus der Präsenz-Schatzkiste. So, dann sage ich Ihnen, ich handle gerne den DAX. Da muss er mir aber erstmal die 12.640 brechen. Weil wenn er mir die 12.640 nicht bricht, ist er seitwärts. Wenn er seitwärts ist, dann kann der mir hier rumschießen ohne Ende. Ne? Und dadurch, dass ich viele Autostrategien habe, ist das Halten einer Position über Nacht ein Risiko oder eine Chance? Ein absolutes Risiko. Über Nacht zu gehen ist ein absolutes Risiko, weil man letztendlich in der Form nicht in der Markt, es gibt theoretisch kein, es gibt auch praktisch keinen Markt. Der Markt, was das angeht, ist nur von 8 bis 17.30. Ja, und das sind so die Fälle, wo man sagt, über Nacht würde ich nie gehen.
Kann man machen, ja. Wenn man nebenberuflich agiert, muss man sogar über Nacht gehen. Ne? Und in der Form, wenn man so gesehen über Nacht geht, dann halt Stundenchart, dass man viel Platz gibt. Aber ansonsten, wenn man es nicht machen will, kommt man um automatisierbare, kurzfristige Situationen nicht drum herum. Das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Also ich würde jetzt garantiert nicht irgendwas sagen, um da irgendwie in irgendeiner Form. Es ist halt so. Wenn es anders wäre, würde ich es halt anders machen. Ja. Und was das angeht, es gibt auch Gap-Strategien über Nacht. Ja. Also es gibt gewisse Gap-Strategien, die ganz gut funktionieren. Ich kann Ihnen mal eine Gap-Strategie zeigen. Die ist schon profitabel, was das angeht. Das ist relativ einfach. Haben wir das hier irgendwo? Also das ist zum Beispiel eine klassische Range Breakout Strategie, nur just for fun. So sieht zum Beispiel eine Range Breakout Strategie auf 11 Jahre aus. Ne? Und das ist zum Beispiel die Frage, kann ich dann damit leben, dass so eine Strategie zum Beispiel hier, sieht man sehr, sehr schön, macht die Strategie 80 Tage Verluste am Stück. Hier macht sie auch 80 Tage Verluste am Stück. Hier auch. Ja, hier wiederum auch. Hier wiederum ein bisschen länger. Dann wieder ein bisschen länger. Das heißt, die Frage ist, mache ich mit meiner Vorgehensweise durchschnittlich Gewinn oder Verlust? Und dann muss man sagen, ja, ich mache Gewinn. Mache ich mit der Strategie heute Gewinn? Keine Ahnung. Wenn ich wüsste, dass die Strategie heute Gewinn macht, würde ich Haus und Hof darauf verzocken. Da würde ich einfach sagen, weißt du was? Wir nehmen 100.000 Kredit auf. Heute ballern wir alles in diesen Trade, weil der funktionieren wird, weil ich das weiß. Aber niemand ist schlauer als der Markt. Das heißt, dieser Kurs sagt mir einfach nur aus, oder diese Kurve zeigt mir, wenn ich mich mit dem Schwarm positioniere, werde ich monatelang abkotzen. Monatelang, weil der Schwarm entscheidet sich für eine Richtung. Ich hänge mich dran und der Schwarm, der verdammte Idiot, ändert einfach seine Richtung. Aus Long wird Short, aus Short wird Long. Ja, und du hast deinen Stop-Loss kassiert. Hätte man das sehen können? Nein. Du weißt nicht, wie sich ein Schwarm entwickelt. Schwärme sind nicht prognostizierbar. Das ist die Grundeigenschaft von Schwärmen. Sie sind nonlinear. Sie sind einfach willkürlich. Es heißt aber nicht, dass sie kein Verhalten aufweisen. Es gibt sowas wie ein Herdenverhalten. Und die trampeln dann immer ein bisschen länger. Das heißt, man kann zum Beispiel long gehen am Vortageshoch und short am Vortagestief. Das funktioniert auch sehr gut. Man kann die ersten beiden Handelsstunden nehmen und sich da dranhängen. Funktioniert auch sehr gut. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Schwierigkeit ist, sage ich Ihnen, wie es ist, die Schwierigkeit ist nicht ein System zu haben, sondern ein System durchzuhandeln. Wissen Sie, das Durchhandeln ist das Entscheidende. Die Ohnmacht zu akzeptieren, dass es jetzt nicht mehr, was das angeht, dass man keinen Einfluss darauf nehmen kann. Schauen wir uns nochmal vielleicht die Strategien an. Das bedeutet Ohnmacht, das bedeutet Unsicherheit. Warum ist der von meinem Take-Profit gedreht? Wieso fängt er auf einmal an rumzuzuppeln? Was ist da los? Sind da große Marktteilnehmer? Und was ich, mein Mentor hat mir immer gesagt, Dennis, quatsch mich nicht voll mit deinen halbschwachen Theorien, konzentriere dich auf dich. Mir wurde verboten, über andere Leute zu sprechen. Weder über andere Trader, noch über andere Fonds, noch über andere, überhaupt über andere. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ja, aber was ist, wenn hier größere Marktteilnehmer sind? Oder was ist, wenn Donald Trump? Dann kam immer zurück, Dennis, lass den Mann in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Hör auf, über Leute zu reden, die nicht in deiner Gegenwart sind. Das war klipp und klar. Da wurde von vornherein verboten, über andere Trader zu sprechen, wenn sie nicht im Raum waren. Und wenn man diese Regel beherzigt, dann stellt man fest, oh, ich bin relativ schnell alleine. Das heißt, man kann sich schlecht irgendwo orientieren. Und diese Ohnmacht, dieser
dieses aus der Komfortzone jetzt in so einem Trade drinne hängen. Natürlich will man den Stop-Loss nachziehen. Natürlich sagt man, warum kann der DAX nicht noch 12 Punkte fallen? Wo ist denn das Problem? Gibt es Leute, die sich dagegen positionieren? Wenn das System bekannt ist, kein Mensch tradet das durch. Das ist ja auch der Witz, ne? Man muss es auch durchhandeln können. Und man muss auch an dem Tag den Stop-Loss akzeptieren können. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sind die Stärken der Automatismen gegeben. Ich muss nicht davor sitzen. Die Orders liegen im Markt. Das war's. Der DAX ist für heute, für den Morgen erledigt. Den kann man im Prinzip auch zumachen. Na? Und der Euro hat sich immer noch nicht entschieden. Na, dann hat er sich halt nicht entschieden. Der kann jetzt noch den ganzen Tag dabei 1,1730 rumeiern. So, das heißt, aus dem Präsenzhandel ist das Thema vorbei. Aus dem automatisierten Bereich ist das Thema vorbei. Das heißt, da schiebe ich das Ganze wieder nach oben, beobachte das und kann jetzt mich hier in Ruhe auf den Präsenzhandel konzentrieren. Und da stelle ich halt für mich fest, du pass mal auf, ich kann auch nicht die Zukunft prognostizieren im Präsenzhandel. Also man darf nicht den Fehler machen und denken, im Chart kann ich die Zukunft prognostizieren, mit den Systemen nicht. Die Zukunft kennt niemand. Man handelt Phänomene. Ja, also beispielsweise, Sie haben ein bullisches Dreieck. Ich dachte immer, okay, das bedeutet, ich weiß, dass der Markt, wenn er ausbricht, steigen wird. Das dachte ich. Weil es ist ja ein bullisches Dreieck. Nein, 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 nein. Man handelt nie die Zukunft. Was handelt man bei einem bullischen Dreieck? Man handelt eine Verhaltensweise von einem Schwarm. Das heißt, wenn so eine Art Cliff, so eine Art Klippe entsteht, weiß man nie, ob der Ausbruch funktioniert. Heiko Behrendt von Gottmode hat das mal sehr schön gesagt. Kann ich auch nur empfehlen. Heiko Behrendt ist ein ganz netter Typ. So, wir haben jetzt beispielsweise einen ganz klassischen Ausbruch. Und er wurde mal in einem Webinar gefragt, ist es besser, so gesehen hier per Limit Order reinzugehen? Das heißt, wenn einfach die Kerze direkt durchrasselt, ja, einfach buff runter. Soll ich da direkt reingehen? Oder wäre es nicht vielleicht besser zu sagen, wir lassen die Kerze erstmal unten schließen und lassen ihn zurückkommen? Nur und gehen dann im Prinzip short. Ja, das könnte man ja sagen. Wäre vielleicht die einfache Variante. So. Ändert aber nichts dran, dass du keine erhöhte Aussagekraft hast. Du weißt weder beim Durchbruch 1, ob der Ausbruch funktionieren wird, weder beim Pullback. Du bist nicht schlauer, nur weil du dem Markt mehr Zeit gibst zu atmen. Dadurch wird nicht mehr passieren. Das heißt, ich habe mit dem Punkt 2 eher einen Nachteil, weil wenn der Markt weiter durchbricht, kommt es nicht zu einem Rücklauf. Und wenn der Markt durchzieht, bin ich genauso gut oder schlecht positioniert wie mit 1. Das heißt, Ausbrüche werden sofort gehandelt und immer Limit. Und wenn man per Limit arbeitet, sieht man relativ gut, wie gut oder schlecht ist der Broker. Also man kann mit solchen Range Breakout-Systemen relativ schnell auch feststellen, wie gut der Broker einen rein oder rausnimmt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Grigori sagt, ich kann dir nur zustimmen, ich handle mein System nicht durch, greife immer wieder ein, Resultate unprofitabel. Habe ich auch hinter mir. Habe ich auch hinter mir. Brauche ich mich gar nicht von frei machen. Ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich diese Eingriffe sein gelassen habe. Und ich finde es toll, und das muss ich auch sagen von Grigori, das finde ich eine ganz große Leistung, dass er öffentlich sagt, ich kann da nur zustimmen. Aber selbst wenn man nicht zustimmt, also man kann mir auch immer widersprechen. Ich bin der Letzte, der da irgendwie immer so, ja. Ich handle mein System nicht durch. Da fängt es an, profitabel zu werden. Weil man erkennt, pass mal auf, Grigori, wenn du dich nicht an deine Regeln hältst, dann brauchst du es nicht probieren. Also es ist tatsächlich Regeln einhalten, die Ohnmacht aushalten. Und das ist der Grund, warum schlichtweg 99% nicht profitabel sind oder weniger. Nicht, weil es nicht geht. Nicht, weil der Broker einen bescheißt. Wo soll JFD einen bescheißen? Ich meine, das ist kein Market Maker.
Ja, wenn er Market Maker wäre. Aber JFD, wo? Das heißt, es kann nur noch der Markt sein. Also der Broker ist, wenn der Broker kein Market Maker ist, kann der dich schon mal nicht bescheißen. Der ist schon mal aus der Schusslinie. Der gibt deine Order nur weiter. Punkt. Broker ist schon mal nicht schuld. Jetzt ist die Frage, wenn es der Broker nicht ist, woran liegt es dann? Und das liegt meistens daran, dass irgendwelche Meinungen gehandelt werden. Also beispielsweise, ich handle jetzt irgendwas. Also ich gehe davon aus, dass der Markt fällt oder steigt oder was auch immer. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja den Markt vorhersehen. Da müsste Warren Buffett sich 50 Charts angucken, ja, und sagen, ich weiß, was passieren wird. Der weiß das auch nicht. Was man allerdings weiß, ist, dass Schwärme gewisse Verhaltensweise haben. Wenn ein Schwarm sich in Bewegung setzt, neigt er eher dazu, diesen Schwarm weiterhin durchzuhalten. Also man kann sich das hier relativ schön mal angucken. So, nehmen wir mal an, wir haben einen Schwarm und der bewegt sich nach rechts. Dann neigt dieser Schwarm dazu, sich etwas, wenn er die Richtung definiert hat und nach rechts läuft, ja, dann neigt er dazu, diese Richtung etwas länger zu machen. Aber es wird eben auch viele Fälle geben, da dreht der Schwarm wieder um, weil er Lust hat oder fliegt nach unten oder fliegt 100 Mal im Kreis. Das heißt, als Trader bleibt dir nur übrig, dich an den Schwarm dran zu heften, immer dran zu heften, und mehrheitlich wird man da Gewinn machen. Mehrheitlich. Ob das heute ist, wenn der Schwarm einen Spinner kriegt, ob deswegen Donald Trump ist, ob deswegen einem Traktor ist, ob deswegen irgendeinen technischen Ausfall ist, das interessiert niemanden. Du weißt, dass Schwärme nicht prognostizierbar sind. Und genau das trade ich hiermit. Wenn der Markt sich entscheidet, wenn sich der Schwarm entscheidet, unter 12,380 oder über 12,650, wenn er sich entscheidet, hänge ich mich dran. Ob dann dieser Ausbruch in diesem Webinar funktionieren wird, das weiß ich nicht. Aber funktioniert das durchschnittlich? Ja. Ne? Das heißt, man sieht relativ schön, der Vorteil von automatisierten Strategien ist, ich habe Zeit für den Präsenzhandel. Weil ich trade jetzt, ohne dass ich permanent da oben am Chart klebe. Ne? Zum Beispiel der Euro. Schauen wir uns doch den Euro mal an. Was haben wir jetzt im Euro verpasst? Gar nichts. Nichts. 38 Minuten Rumgeeiere. In der Zeit hätte ich jetzt auch einen Kaffee trinken gehen können. Natürlich, und jetzt sieht man irgendwann, warum Trader irgendwann anfangen, Webinare zu geben. Weil es irgendwann langweilig wird. Wenn du jeden Tag so gesehen guckst und sagst, aha, jetzt kann ein Stop-Loss passieren. Und damit kommen viele nicht klar, dass man schon im Gewinn war und trotzdem ein Stop-Loss kassiert. Ja, da hätte man nachziehen müssen. Ich sehe das doch. Ja. Mein Mentor hat mir immer gesagt, Dennis, ich erwarte von dir zwei Dinge. Ich möchte, dass du nicht über andere sprichst und ich möchte, dass du deinen Propheten zu Hause im Bett lässt. Wenn du sagst, ich sehe Dinge, dann bist du ein Prophet und ich möchte nicht, dass du Prophet wirst. Und das ist das Problem. Das heißt, alle Meinungen, alle Ansichten, alle Ideen, er sagt, entweder du handelst dein System und deine Regeln durch, oder du wirst so ein ganz billiger Prophet. Aber dann bitte ohne mich. So. Das heißt, ich zum Beispiel habe früher auch ihn angeschrien. Etwas lauter. Und habe dann gesagt, was ist das für ein Mist? Zum Beispiel in solchen Fällen wie damals, kann ich mich noch erinnern, wenn das nicht in den Take-Profit gegangen ist. Wenn das jetzt in den Stop-Loss geht. Ja. Dass man dann eben sagt, ja, warum? Ich sehe das doch. Und dann war relativ schnell, dann hieß es, okay, dann handelt das halt nach prophetischer Eingebung. Dann sind die Konten alle gecrashed, dann bin ich wieder reumütig angekommen und habe gesagt, ja, ich habe das System nicht so ganz durchgehalten, ich habe gesehen, dass da was funktioniert. Ja, und hier, wo der in den Gewinn gelaufen ist, warum hast du keinen Gewinn gemacht? Ja, ich dachte eigentlich, der läuft nicht so weit. Ja, und dann hat er mir immer gesagt, Dennis, du sollst nicht denken, du sollst handeln. Es heißt ja auch
Börsenhandel und nicht Börsendenken. Und da habe ich gedacht, naja, stimmt schon. Also man muss schon tatsächlich in der Form, das ist in dem Fall das Zweifache der Range, das heißt das Doppelte. Und jetzt sehen wir so langsam, wie sich der Euro entscheidet. Und jetzt sehen wir auch hier, er kommt so langsam nach oben und neigt sich dazu, so langsam dem Hoch zu orientieren. Der Schwarm orientiert sich eher long. Und ich habe auch noch einen Long-Präsenz-Trade laufen und da wurden wir getriggert. Das heißt, jetzt ist der Markt long. Das bedeutet in der Form, für heute traden wir auch das Doppelte der Range. Und jetzt ist der Markt eben nach oben ausgebrochen. Und jetzt ist das Thema durch. Ab jetzt bin ich, was das angeht, und auch hier können wir uns mal die Exekution angucken. Wo wurde ich exekutiert? Das heißt, da sehen wir auch mal, wie gut JFD überhaupt wirklich ist im Real Life. Wissen Sie, was der Broker Ihnen erzählt? Das ist die eine Sache. Die entscheidende Thematik ist, wo wird man in den Markt exekutiert? Und ich habe hier das Hoch bei, wo ist das Hoch? Ich muss das in Schwarz machen, sonst sieht man das hier nicht. Das heißt, wir haben hier bei 1,17,35,2 haben wir, was das angeht, das Hoch. Der Core Spread liegt bei 0,4 Pips im Durchschnitt. So, das heißt, wir rechnen uns das Ganze mal durch. Das heißt, rein von der Theorie 1,17,35,2. Jetzt, was das angeht, hätte ich also laut dem Broker, laut dem, was er mir verspricht, wie gut er denn sein mag, hätte ich hier ungefähr 0,4 Pips später in den Markt reingelassen werden müssen. Und jetzt schaut man sich eben an, wo wurde ich exekutiert? Bei 1,17,35,6. Das heißt, ich habe exakt diese 4 Pips Spread, die sieht man hier, genau diese 4 habe ich bekommen. Und das Dennis? ist eben der Unterschied zwischen einem guten Broker und zu einem etwas schlechteren Broker. Natürlich gibt es Fälle, wo der Broker einen später reinlässt. Ja, aber was das angeht, Slippage gehört dazu. Natürlich wird es auch hier mal Verzögerungen geben. Da kann ja nicht jedes Mal JFD was, wenn der Markt in der Form etwas weiter läuft. So, dann der kann auch nur dich exekutieren zum nächsten Kurs. Aber wenn ich das mit anderen Brokern vergleiche, dann muss ich sagen, kriege ich bei JFD sehr gute Ausführungen. Weil diese ganzen Systeme funktionieren doch nicht, wenn ich irgendwie 10 Pips später reingeführt werde. Da ist doch die ganze Boxcup ist schon gelaufen. Jetzt, Dennis, Ja? Aber Christian, ich ganz glaube, du wolltest was sagen. Hau richtig. raus. Wie gesagt, du hast uns ja im Vorfeld auch schon getestet. Darum sind wir auch froh, dich bekommen zu haben, Ja, eben aufgrund sicherlich, dessen, dass du sonst wäre eben ich nicht hier. auf den Unterschied guckst. Aber ich muss dich klein wenig korrigieren. Das ist die Pipette. Also wenn wir wirklich einen Spread von 4 oder Ja, 10 die Pips Pipette, hätten. richtig, Genau. genau. Also wir sind hier im 0, also die fünfte Nachkommastelle ist es. Und ich muss sagen, da war der Euro-Dollar im Durchschnitt auch schon mal bei 0,2 im durchschnittlichen Spread. Zurzeit ist er ein Stück weit höher. Das kommt aber aus dem Liquiditätspool, das kommt vom Markt. Genau, das ist Und heute so, ja, genau, richtig. und der Durchschnitt der Londoner Session ist im Vergleich zu letzten Monat, vorletzten Monat auch ein Stück weit hoch. Also wir bewegen uns eigentlich so bei 0,2, 0,3. Die 0,4, die du gesagt hast, das Christian, ist kann ich dazu tatsächlich was aktuell. zeigen? Und, aber es ist eben die Pipette, die fünfte Nachkommastelle. Nicht, dass Ja, das einer hier falsch auf die Spule kriegt und dann so sagt, ich sehe es. Ja, genau. JFD hat ja vier Pips Ich Spread. zeig das Aber mal. Dennis, ich muss dir sagen, es gab ja Broker früher, die hatten die Pipette gar nicht eingeblendet. Also es ist die fünfte Nachkommastelle, nochmal zum Mitschreiben. Deswegen arbeitet man ja auch mit Marge, mit Hebel, weil man hier die fünfte, schrägstrich vierte Nachkommastelle, vierte ist der Pip, fünfte ist die Pipette und darum geht's. Es gab damals schon Broker, die haben die Pipette gar nicht angezeigt. Heute ist es zum Glück Uso. JFD hatte schon immer die fünfte Nachkommastelle und das ist auch ein ganz, ganz großer Unterschied, weil da wird eben auch Geld verdient in der fünften Nachkommastelle, wenn man mit Market Makern arbeitet, die dann praktisch so eine Nachkommastelle gar nicht anzeigen oder dergleichen Schabernack treiben. Ansonsten, Thorsten schreibt gerade, JFD ist leider nicht billig. Also wir sind mit unseren Kommissionsgebühren, und das ist ja das Einzige, was wir machen. Wir haben eine Commission, ich sage mal, wie der Postbote eine Briefmarke erhält, so haben wir eine Handelskommission, um den Trade, um das Paket auszuliefern und eben entsprechend einzubuchen, auszubuchen. Und da haben wir schon die Commissions im CFD-Bereich 60% und im FX-Bereich 2016 25% gesenkt. Und auch plus Spread, lieber Thorsten, schau andere Broker an, sind wir immer noch, wenn die ihre All-In-Spreads verkaufen mit einem Pip, immer noch preiswerter, weil du kannst sagen,
inklusive Spread läuft der Euro-Dollar bei 0,8, 0,9 im Spread. Und das ist natürlich doch schon was, wo man dann wirklich schauen muss, das ist einfach eine faire, transparente Geschichte. Ein Broker, der einen festen Spread anbietet jetzt beim Währungsmarkt und das fixiert, ich habe auch Broker, die jetzt noch 2 Pip Spread bei Euro-Dollar anbieten, das ist einfach eine Riesensauerei. MiFID klärt hier auf, Transparenz in Sachen der Transaktionskosten war bei uns schon immer ein Motto, ist auch ein Motto, weil wir hier nicht an den Preisen spielen. Und Qualität, wenn man so will, hat seinen Preis. Die Commission ist eben das, wovon wir leben. Deswegen die Technologie, deswegen die Surfer, die wir eben live in England und in den USA stehen haben. Das muss ja auch alles unterhalten werden. Und wenn man das eben, sage ich mal, nicht anbietet oder hat, dann kann man eben auch gleich so einen Market Maker Pommesbude machen. Und ganz ehrlich, wenn man einen Broker hat, der keinen Spread hat und keine Kommission, dann die Preisfrage, wie verdient der Broker Geld? Und da darf man sich dreimal aussuchen, wie er das macht. Und da kommt man ganz zum Schluss zu dem Fakt, dass er sicherlich seine Kunden auszieht, weil wie will er denn sonst Geld verdienen? Und das, wie gesagt, ich will ja gar nicht weiter reingrätschen, aber mit dem Pip und der Pipette, das wollte ich noch gerade darstellen. Ansonsten sensationell, im negativen Sinne. Der DAX zieht jetzt nach oben, ja, aber das heißt ja nicht, dass er ausgefüllt wird. Hier sehen wir zum Beispiel den Alltag. Also hier sehen wir zum Beispiel jetzt die Range, die nach unten hin nicht getriggert worden ist oder der Take Profit. Mhm. Und den muss man, was das angeht, eben aushalten. Also was das angeht, solche Tage sind halt völlig normal. Ne? Es wird nicht immer so sein, dass er deinen Take-Profit erreicht. Und ich glaube, mich hat das 2 Jahre lang gekostet, das zu verkraften, was jetzt stattfindet. Habe ich übrigens auch noch einen kurzen Punkt. Neben dem, hau raus deine Erfahrungswerte. Ich denke, das sind für alle Zuschauer, oder das ist für alle Zuschauer das Wichtigste, gerade hier deine Skills weiterzutragen. Das haben wir alle durch, die lange am Markt agieren. Aber Euro, US-Dollar, DAX, im Sinne der negativen Korrelation. Mich überrascht es jetzt nicht, dass der DAX short gegangen ist und Euro-Dollar long, weil wir hier diese negative Korrelation haben. Ist das nicht so eine Art doppeltes Risiko, was du hier fährst? Oder weil man sagt, wenn das eine gen Süden geht, geht das andere sehr wahrscheinlich gen Norden, was jetzt auch de facto der Fall ist. Und wohl bemerkt am Ende des Tages. Das ist genau der Punkt. Wenn man das mal analysiert, wird man feststellen, gewisse Korrelationen sind vorhanden, aber nicht konstant. Das bedeutet Korrelation wechseln. Es gibt Tage, da ist das so und es gibt Tage, da ist das nicht so. Und ja, da muss man mit zurechtkommen. Das ist halt Alltag. Das ist auch der Grund, warum sich professionelle Trader eigentlich nicht so generieren. Weil man eben sagt, die Mehrheit oder die Masse der Retail-Teilnehmer sind zu schwach, um das genau auszuhalten. Also beispielsweise, wenn man zum Beispiel jetzt wurde der Markt ausgestoppt. Das heißt, die Position wurde rausgenommen. Das ist halt jetzt Alltag. Ne? Und das ist der Grund, warum sich auch, was das angeht, warum die meisten nicht profitabel sind. Weil sie sich nicht an das System halten können. Das System ist, wie es ist. Das heißt, wenn sich der Schwarm jetzt in eine andere Richtung entwickelt, dann ist das so. Da kann man nichts machen. Das heißt, der Trader hat tatsächlich keinerlei Einflussmöglichkeiten. Und dann muss man den Verlust, was das angeht, absolut in Kauf nehmen. Ne? Also die Form dahinter. Und ja, jetzt wird das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite getradet. Und jetzt ist man halt eben long. Und dann wird eben entschieden, ob der Markt eben sich dann nach oben entwickelt oder nicht, liegt dann auch nicht in der Hand. Ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute sehen wollen. Echtes Trading. Und wenn die dann im echten Trading zuschauen, stellen die fest, boah, ist das ein Mist. Ich sehe, dass das und das passiert. Ich habe zum Beispiel einen professionellen Händler heute, der hat, normalerweise macht er so 700, 800 Euro pro Tag, der wurde heute mit plus 38 ausgestoppt. That's the deal. Genauso mit Korrelationen. Man sagt immer, da gibt's irgendwas, aber untersucht auf 10 Jahre hat das auch keiner. Da gibt sich auch keiner die Mühe. Das heißt, es ist einfacher, ich sag jetzt mal, Meinungen zu folgen, als Systemen zu folgen. Und das ist dann der Alltag, den man tagtäglich hat. Das ist, glaube ich, auch diese brutale Enttäuschung, die man dann, glaube ich, auch im Privaten erlebt. Man kommt an den Chart, denkt jetzt, weil man am Chart ist, hat man mehr Kontrolle, dabei ist man trotzdem ohnmächtig. Ne? Das heißt, die Realität ist zu hart für die meisten. Das ist halt einfach so. Ne? Also es ist sehr hart zu ertragen, zu sagen, okay, ich war jetzt paar 20 Punkte vorne und die habe ich jetzt wieder abgegeben. Das Verlieren tut mehr weh, als das Gewinnen Freude macht.
Da gibt's ja Und auch das ist natürlich eine Problematik, die sehr schwer liegt, weil du im musst als Trader eins können, verlieren können. Wenn du als Trader nicht verlieren kannst, dann bist du falsch im Job. Das heißt, keine Meinungen, sondern du musst wissen, dass das langfristig funktioniert. Na, zum Beispiel im DAX. Da könnte man ja jetzt sagen, was ist denn das für ein Mist? Okay, ich zeige Ihnen mal einen anderen Chart. Wir machen es mal umgekehrt. Weil man sieht eben relativ sehr schön, dass der Chart nicht das ist, was man handelt, sondern man handelt eine Strategie, ein Schwarmverhalten. Und ich zeige Ihnen mal, wie die Strategie ausschaut, wenn man sie denn durchhandelt. So, das heißt, was bringt mir so eine Strategie auf wie viele Tage? Als Beispiel, genau diese Strategie, die wir jetzt handeln, die zeige ich Ihnen jetzt mal. Das ist die Strategie, wenn man sie handelt. Über 7 Jahre. Über 7 Jahre. Und jetzt stellt man fest, hoppla, die Strategie ist ja bombenmäßig. Das heißt, ich verdiene mit dieser Strategie Geld. Und zwar gutes Geld. Aber das führt natürlich dazu, dass ich dann, weil man mich gefragt hat, glaube ich, einer vorhin, ja, wie ist denn das mit Stop-Loss nachziehen? Brauche ich nicht. Ja? Brauche ich nicht. Weil das System an sich läuft. Und das läuft auch noch länger als diese 6 Jahre. Das läuft schon so über 16 Jahre. Ne? Das sind die letzten 6 Jahre, die ich Ihnen mal mitgebracht habe. Und wenn man mal anguckt, die Strategie hatte jetzt eine Gewinnphase. Die hier. Das ist diese Gewinnphase. Die hat jetzt wie viele DAX-Punkte abgeliefert? Unten sind die Tage, links sind die DAX-Punkte. Naja, dann hat man hier halt wie viele Punkte gemacht? Was waren das? Na, knappe 400 DAX-Punkte. Das heißt, ich kann Ihnen ja mal zeigen, wie das Konto auf MyFXBook ausschaut. Und ja, wichtig ist da einfach Systeme durchhandeln, durchhandeln, durchhandeln. Straight durchhandeln. So sieht das Ganze aus. Deswegen sind wir auch zu JFD gewechselt, weil wir da einfach bessere Ausführungskurse haben. So sieht das Ganze bei Dennis, MyFXBook aus. Dennis, Ja, mit der Psyche und hau so, raus. da schaut es auch mal Behavioral Finance an. Das ist tatsächlich eben ja, zu schnelle Gewinnrealisierung und das Aussitzen von Verlusten immer das größte Credo ist. Und man muss auch sagen, klar, das habe ich auch erfahren im Laufe der Zeit, man muss die Ohrfeige des Marktes, wenn man eben falsch liegt, ganz klar aushalten können. Das ist wichtig. Und man braucht einen positiven, Schrägstrich vielmehr einen statistischen Erwartungswert zu seinem System, um da eben auch so ein Vertrauen zu haben, die Ohrfeige rechts und links auch mal aussitzen zu können. Und da geht es eben nicht um 1, 2, 10, 20 Trades, sondern um hunderte Trades in der Folge und je Tja. besser wird das. Ich muss noch sagen, zwei Fragen, die ich aufgerufen habe. Einerseits beendest du die Trades automatisch mit einem Timestop, wenn weder Take Profit noch Stop Loss erreicht sind? Das wäre eine Frage. Und dann auch Günther jetzt gerade, ob du jetzt bei dem Switch des Trades in der Positionsrichtung, sprich, der eine Stop Loss wird ausgeführt, dann gibt es den Rebreakout auf der anderen Seite. Verdoppelst du da die Positionsgröße? Also mal zwei Nein, Fragen. kann man kann hat, also so gesehen, jeder Ausbruch hat seine eigene, oder machen wir es kurz, Zeitstop im Forex-Bereich 21,55 und was die DAX-Werte angeht, kann man auf 21,55 gehen, ist aber genauso gut, wenn man um 18 Uhr zumacht. Also Zeitstop in vielen DAX-Werten sind auch 18 Uhr, es reicht völlig aus. Also das ist Absolut. im DAX 18 Uhr, kann man Zeitstop wählen und im Forex-Bereich kurz vor 10. Und dann ist gut. Und das handelt man durch. Christian, das ist relativ einfach. Das wird dauern. Erstmal, wie ist es denn? Naja, die ersten 2 Jahre versuchst du so gesehen mit Prognose. Dann sagst du, ja, ich sehe, dass das eher steigen oder eher fallen wird. So. Dann beschäftigt man sich mit Strategien. Und spätestens, wenn man an dem Punkt ist, stellt man fest, boah, was ist das denn? Ist das denn? Also so hätte ich mir das ja nie vorgestellt. Ja, willkommen in the real world. Weil irgendwo ist ja die Grenze zwischen Profitabilität und Non-Profitabilität. Also irgendwo muss ja die Grenze sein zwischen, warum macht der eine Händler Gewinn, warum macht der eine Händler Verlust. So, und da wird man dann relativ schnell auf den harten Boden der Tatsachen geholt. Du hast das sehr schön formuliert. Du hast gesagt, na ja,
zwei, drei, vier, zehn, 50 Trades, die musst du erstmal regelkonform exekutieren. Und wenn du dann von den 50 Trades, wenn du sie runter exekutierst, wenn du davon irgendwie 30 Verluste hast, ja, dann denkst du dir auch so, ja, danke fürs Gespräch, meine Damen und Herren. Also ich bin jetzt nicht hier dran gekommen, um zu sagen, super, ich sehe das doch, ich sehe alles. Naja, das mit dem Sehen zeigt sich meistens am Konto. Wie gut das Sehen funktioniert, kann man ja an seiner Kontokurve beobachten. Also relativ einfach. Wenn das persönliche Sehen, das prophetische Sehen, wenn das profitabel ist, dann muss man einfach nur ein Statement schicken und sagen, hier, ich handle die letzten 3 Jahre nach meiner Meinung. Und so sieht das Konto aus. Das wird man aber in dem Fall selten finden. Also du wirst immer Leute finden, die dir immer erklären können, warum das eine oder das andere besser gewesen wäre. Du findest auch immer Leute, die dir erklären, warum es sinnvoller wäre, einzugreifen. Und du findest ganz wenige Leute, die sagen, ich ziehe das System eiskalt durch. Und das ist einfach schwierig, ne? Man kann natürlich zum Beispiel gewisse Sachen testen. Das heißt, Jens Raabe, den fand ich früher ganz gut. Der hat mal gesagt, na ja, du kannst dir mit einer Strategie mehr und weniger Aufwand machen. Das heißt, man kann jetzt noch in jede Strategie 50.000 extra Faktoren reinballern und sagen, okay, ich ziehe den Stop-Loss nach, ich mache das, ich beachte das, ich beachte das. Dann wird es immer komplizierter und der EA muss immer mehr machen. Und damit wird die Strategie immer instabiler. Das heißt, der Trader ist letztendlich in einem Zwiespalt. Er möchte die Profite. Das heißt, klar, wenn man sagt, ja, ich möchte auch Profite machen. Ja, ich habe mit der Strategie 3.700 € verdient. Mir ist das egal, ob die heute Verlust macht oder nicht. Also ich sag's Ihnen, wie es ist. Mich juckt das nicht. Egal, wer was sagt. Also selbst wenn Warren Buffett zu mir kommt. So, die Strategie funktioniert seit 16 Jahren. Ich ziehe die durch. Ob er die durchzieht, ist sein Bier. Ich ziehe meine Dings durch. Ich bin Trader und gut ist. So, das heißt, jeder möchte diesen Gewinn haben. 3.700. Ne? Die will man natürlich auf dem Konto haben. Oder man sieht, dass die Strategie profitabel ist. Da sagt man auch, ja, das ist doch eigentlich eine schöne Strategie. Ja, nur sind Sie persönlich in der Lage, diese Strategie auch umzusetzen? Das sind nämlich hier unten, schauen Sie sich das an. 3 Monate konsequent Verluste. 3 Monate auf die Fresse. Spaß macht das nicht. Das ist von Tag 680 auf Tag 750. Das sind 70 Tage. Und dadurch, dass der Monat nur 22 Handelstage hat, sind es 4 Monate. Stellen Sie sich mal vor, wir würden Live-Trading machen. 4 Monate. Jeden Morgen mit JFD. Und wir würden jeden Morgen den Schrott hier traden. Und wir machen 4 Monate am Stück Verluste. Da weißt du, nach 4 Monaten sind nicht mehr als 20% im Webinar übrig. Weil man natürlich sagt, ganz ehrlich, der Gürtler ist ein total sympathischer Typ. JFD gefällt mir auch irgendwo, aber der macht ja 4 Monate nur Verluste. Und dann sieht der noch nicht mal, dass das so ist. Ne? Und dann ist die Frage, wer hat denn die Eier? Wer hat denn die Eier, das durchzuhandeln? Das ist die Kunst. Durchhandeln. Und das muss man dann erstmal können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der erste Ausbruch hier zieht, dann habe ich für heute 20 DAX-Punkte verdient. Dann ist das so. Durchschnittlich bringt die Strategie eh nur 8 Punkte. Was heißt nur? Durchschnittlich verdiene ich mit der Strategie 8 Punkte pro Tag. Ne? Das heißt, 8 Punkte pro Tag kann man sich ja ausrechnen. Ist relativ einfach. 8 Punkte, 22 Tage mal 8,5 CFDs. Das heißt, wenn ich die Strategie täglich durchhandle, so wie sie sich gehört, ohne Diskrepanzen,
ohne Debatten, ohne Meinungen, ohne irgendwas, verdienst du damit Vorhandelskosten 1500 Euro. Jetzt kommen aber noch Handelskosten dazu. Sind bei JFD geringer als bei anderen, aber kommen dazu. Also locker 30%. Und der DAX hat eh ein bisschen mehr Slippage, also 0,7. Das heißt, netto verdiene ich mit der Strategie 1050 Euro. Wenn man mal die Karten auf den Tisch legt, monatlich, das ist eine Strategie. Gut, wir hatten jetzt auch schon zum Beispiel ich sage jetzt mal die Meinung. Wir müssen hier rausgehen. Also wahrscheinlich, ich sag mal, hier wären wir rausgegangen, weil negative Korrelation. Der Euro muss ja fallen, weil der DAX jetzt steigt. Das ist ja jetzt die Meinung, die vielleicht der ein oder andere hat. Christian hat so gesehen gefragt, ist da eine Korrelation? Ja, nein. Das fand ich ein guter Punkt in der Form, ob da was da ist. Das ist auch nicht so voreingenommen. Da merkt man auch einfach auch die Erfahrung. Und jetzt hatten wir ja gesagt, okay, der DAX ist gestiegen. Jetzt sehen wir ja, was das angeht, dass dieser Trade offensichtlich nicht funktioniert. Wir haben also zu dem Punkt entschieden, der Ausbruch wird auch nicht funktionieren, weil man sagt ja, negative Korrelation. Was darf also heute laut der Logik nicht passieren? Naja, dass der DAX jetzt seine zweifache Box nach oben macht. Und dass der Euro seine zweifache Box nach oben macht. Na? Das heißt, in der Form schauen wir uns das jetzt mal an und gucken, das darf jetzt nicht passieren. Weil wir hatten ja gesagt, man sieht doch, dass die negative Korrelation dazu führt, dass der Euro fallen sollte. So, und dann schauen wir einfach mal, was passieren wird. Stichwort Schwarmverhalten. Na? Und jetzt gucken wir mal, ob sich das überhaupt so entwickelt oder was da passiert. Jetzt könnte man wieder sagen, oh hier, siehst du die Kerze? Hier, die Kerze. Der hat gerade mal müh nach unten geatmet. Und ja, dann ist das halt so, ne? Aber er hat sich ja doch noch gar nichts verändert. So, das heißt, jetzt sind wir schon im Gewinn, ja, was das angeht. Weil der Markt schon ein bisschen weiter gestiegen ist als das, was wir verloren haben. Und jetzt kommt er halt wieder an die 100%-Grenze und fängt daran rumzueiern. Und das ist halt wieder die Ohnmacht. Jetzt kann er wieder in den Stop-Loss laufen. Und ich glaube, aufgrund der falschen Gewinnerwartungen ist es häufig so, dass man eine zu große Nähe zum Markt hat. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Mir ist es scheißegal. Mir ist egal, was heute passiert. Michael Vogt hat damals mal gesagt, du bist als Händler angekommen, wenn dir das Glas Wein am Abend schmeckt, wenn du 500 Euro verdient hast, aber auch wenn du 500 Euro verloren hast, weil du weißt, du bist profitabel, aber du bist nicht jeden Tag profitabel. Und das finde ich einen wegweisenden Spruch, dem ich viel abgewinnen konnte. Ne? Und wir haben ja jetzt die Meinung gehabt, der Euro muss fallen. Das war jetzt die einhellige Meinung. Das steht ja auch überall. Negative Korrelation. Der Euro darf nicht steigen. Also müssten wir ja jetzt short gehen. Ne? Das heißt, man könnte ja sagen, weißt du was, wir shorten jetzt. Das wäre der Meinungsshort. Ich nenne das mal nett den Meinungsshort. Der Meinungsshort, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Der Meinungsshort ist, was das angeht, hier etabliert worden. Genau bei der Kerze, als es runterging. Genau hier. Das heißt, der Meinungsshort wäre jetzt bei -3 Punkten, -3 Pips. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Weil da sieht man, warum es gefährlich ist, Meinungen zu haben und warum es gefährlich ist, so gesehen, dem Mainstream zu folgen. Ja. Und was das angeht, das entbindet mich ja nicht von der Möglichkeit, im Präsenzhandel auch noch zu handeln. Dazu kamen wir ja noch gar nicht. Ja, das heißt, zum einen, ich habe ja auch noch eine Euro-US-Dollar-Position laufen. Das sieht man hier. Ich weiß nicht, sieht man meine Position? Indikator, nee, nicht Indikator, Rechtsklick. Chart schwarz. So, Hintergrund black. Ach so, nee, machen wir es ein bisschen dunkelgrauer, damit man die Position sieht. So.
So, da sieht man, ich bin halt long gegangen. Aufgrund der Thematik machen wir vielleicht alles nochmal. Wissen Sie, Trader wirken auch sehr häufig sehr rechthaberisch. Also es wirkt sehr radikal. Also ich kann vorstellen, wenn man sich sagt, boah, der hört sich aber irgendwie radikal an. Mein Mentor damals hat mir gesagt, Dennis, die Leute folgen einfach nur ihren Regeln. Wenn sie nicht ihren Regeln folgen, du verwechselst Regeln folgen mit Radikalität. Ja. Und das ist, ich kenne das alle, ich habe das selber durchgemacht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Markt hat hier eine sehr schöne Struktur ausgebildet. Wir hatten also hier einen Abverkauf, wenn man es jetzt mal im Präsenzhandel macht, ja. Aber auch da wird man, was das angeht, nicht zwangsläufig mehr Rendite haben. Man wird nur anders arbeiten. Also mehr Rendite ist da. Der Markt hat hier eine Struktur ausgebildet und die muss man erstmal erkennen können als Anfänger, ne? Das ist gar nicht so einfach, diese Struktur zu erkennen in der Form. Dazu braucht man sehr viel Erfahrung. Naja, und was ist hier zu erkennen? Er hat den letzten Impuls gebrochen. Sehen Sie das hier? Als er dieses Level gebrochen hat, das war gleichzeitig, das waren nicht nur die letzten Tiefs, sondern auch gleichzeitig das letzte Impuls hoch. Hier. Ja. Und zusätzlich habe ich dann letztendlich noch so eine abfallende Neigungslinie. Aber was das angeht, positioniere ich mich eben nur dann, wenn er dann auch wirklich bullisch agiert. Das heißt, hier habe ich dann ein Ausbruchsetup und ich gehe nur horizontal rein. Das bedeutet, wenn der Markt horizontalen bricht, ich handle keine Flaggen. In dem Fall ist es natürlich eine Flagge, aber das handle ich nicht. Ich handle nur horizontale. Stop unter die letzten Tiefs, Take Profit, das ist dann so gesehen mein Swing Trade. Ich kann dann, was das angeht, 60 gewinnen und riskiere knappe 30. Ja, eigentlich müsste ein bisschen enger der Stop. So. Das macht die Sau auch nicht fett. Ob der eine Ausbruch am Ende funktioniert, I don't care. Hatten wir hier auch. Theoretisch hätte man dann hier auch sagen können, ja, ob der Ausbruch funktioniert, ja, nein, vielleicht. Der Markt hat keine Kraft mehr. Das finde ich immer ganz klasse, wenn man sagt, der Markt hat keine Kraft mehr. Als ob der Markt sich für den Dennis Gürtler interessiert. Ob der Dennis Gürtler dem Markt Kraft zuspricht oder nicht, das interessiert den Markt nicht. Das heißt, entweder das Setup funktioniert und das Schwarmverhalten zieht oder es zieht nicht. Wenn es nicht zieht, habe ich einen Stop-Loss. Wenn es zieht, habe ich einen Gewinn. So, das heißt, so viel zum Thema negative Korrelation. Aus dieser Perspektive könnte man jetzt schon sagen, oh, na, der Long ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir wieder den einen Marktteilnehmer, der sagen wird, negative Korrelation. Der nächste wird sagen, okay, das ist doch bullish. Das heißt, man sieht, hier prallen Meinungen auf Meinungen und nicht Systeme auf Systeme. Mich interessieren gar keine Meinungen mehr. Zum Beispiel, was ich auch sehr gerne trade, sind zum Beispiel, ja, klassische Ausbrüche. Also das sind ganz simple Fälle, wo man auch sagt, zum Beispiel hier, Euro-Kanadisch-Dollar wird noch eine interessante Nummer. Aktuell spannt sich der Markt hier ein und es wird wieder ein Herdenverhalten notwendig. Unter 1,5290 oder über 1,5460. Aber das muss er halt dann eben auch mal durchlaufen lassen, ne? Also der muss da erstmal hin. Das heißt, bis der zum Ausbruch kommt, sind das noch 60 Pips und so weiter und so fort. Naja, und so verbringt man halt seinen Handelsalltag. Und jetzt kann man sich wieder mal mit den EAs beschäftigen und gucken, wo stehen da so die Positionen. Jetzt könnte man ja wiederum sagen, es war ja klar, dass der DAX fällt, weil der Euro steigt. Das heißt, man bastelt sich eigentlich immer die Meinung so zurecht, wie man es meistens ganz gerne hätte. Da bin ich übrigens der König für. Ich persönlich neige zur Übermut. Das heißt, oftmals fühle ich mich zu selbstsicher. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mir selber sage, du bist 10 Jahre dabei, du bist Profi, du weißt, wie es läuft. Und in dem Moment, wo du das bei dir selber feststellst,
muss man sich selber sagen, Dennis, halt mal deine Sabbel. Du bist ein kleiner Trader aus Berlin. Du hast vielleicht eine Handelsfirma, aber zieh das System durch. Weil jetzt rattert natürlich der Kopf. Und Jens Rabe hat mal gesagt, das ist Chartkino. Das heißt, das kann einen auch psychisch kaputt machen. Mein Mentor hat damals gesagt, Dennis, doofe Frage, wenn du eine Waschmaschine anstellst, was weiß ich, Kinder haben alles eingesaut. Setzt du dich vor die Waschmaschine und beobachtest, wie die dreckige Wäsche permanent gewaschen wird? Ne? Und das sind so Fragen, wo man dann sagt, ja, nee, macht auch keiner. Aber im Chart will man natürlich die Kontrolle. Es geht um Geld. Da geht es ja nur um dreckige Wäsche. Und da sind wir wieder bei der Distanz zum Chart. Ja, man braucht eine hohe Distanz. In dem Fall müsste man ja heute sagen, okay, erster Trade Verlust und der zweite pendelt bei minus 80 Euro. Da kann man wenig dran ändern. Das ist die Ohnmacht des Traders. Und betrifft natürlich viele Männer zwischen 25 und 55, weil die Männer in der Blüte ihres Lebens zwischen 20 und 25, denen gehört doch auch die Welt. Die sind jung, die sind dynamisch, die sind Sturm- und Drangphase. Die wissen, die können 4 Tage durchfeiern und am nächsten Tag trotzdem arbeiten gehen. Da reißt man die Welt nieder. So, in den 30ern ist man noch relativ jung, hat aber auch schon so ein bisschen seine Erfahrung gemacht und ist ein bisschen ruhiger. So. Und in den 40ern, 50ern kann man ja auch davon ausgehen, dass man dann sagt, na ja, man hat eventuell Kinder großgezogen, man hat einen Job, man macht das Ganze schon 30 Jahre. Man hat seine Lebenserfahrungen, man hat schon das Leben von den guten und den schlechten Seiten gesehen. Da hat man keine Möglichkeit, sich unterzuordnen. Ein Jugendlicher, ich sag mal mit 22 in der Sturm- und Drangphase, der wird natürlich sagen, ich muss da was ändern, ich habe die Kraft, ich habe den Willen. Das interessiert nur den Markt nicht, den Schwarm nicht. Und genauso interessiert einen das mit 55 nicht, wie viel Lebenserfahrung man hat. Oder ob man bei Siemens irgendwie irgendein Senior Manager war. Gut, was meinen Sie, wie viel Manager mir schon begegnet sind? Die haben ihre Abfindung mit keine Ahnung was, 800 bis 1,5 Millionen bekommen, sind jetzt mit 43, 45, je nachdem, wann sie auch aussteigen und aus welchen Gründen und in welchen Situationen. Aber nehmen wir mal an, du kriegst da deine 500.000 Ablöse ab 1,5, je nach Managerebene, hast deine Auslandsausschleifen gehandelt. Die beugen sich doch nicht mehr vor dem Markt. Das ist ganz, ganz schwierig. Da steht der Porsche vor der Tür, das Haus ist abbezahlt, die Kinder sind im Studium oder was weiß ich wo, ja, in der Ausbildung, spielt ja keine Rolle oder machen eine Lebensreise oder gehen halt sonst wo arbeiten. Da wird man sich doch nicht mit 54 sagen lassen, oder ich in meiner jugendlichen Zeit, boah, ich sag mal, ich sehe das doch. Ich werde doch jetzt hier nicht zugucken, wie der Verluste macht. Dann anders. Nur, mein Mentor hat immer gesagt, nur zu, mein junger Freund, nur zu, mach es. Nimm dir alles. Ja, nur die Konten waren immer im Minus. Und ich muss ja irgendwann zusehen, Geld zu verdienen. Ne? Und daher, so sieht das Ganze dann eben aus, dass der Markt eben dann rumeiert und in der Form nicht das macht, was man erwartet. Und da stellt man fest, hoppla, das, was ich erwarte, funktioniert eigentlich gar nicht. Und wenn ich mich an die Regeln halte, funktioniert das auch nicht so toll. Ja. Und dann heißt es wieder, ja, die echten Trader traden aber nicht so wirklich vor. Was meinen Sie, warum echte Trader sich das nicht geben? Weil die keine Lust haben, sich meistens mit den Meinungen schwacher Hände zu beschäftigen. Weil es einfach ist, Gründe zu nennen. Ja, ich meine, keiner sagt was oder sowas. Ja? Die meisten sagen ja super, dass man das mal vorstellt. Aber wenn man die Realität vorstellt, stellen die anderen fest, ui, das ist aber eine Realität, die mir gar nicht gefällt. Die mag ich irgendwie nicht. Aber das ist doch auch positiv. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt im Prinzip eine Show machen und würde sagen, naja, man sieht ja, ne, und Donald Trump und im Handelsblatt, gucken wir mal, was im Handelsblatt steht. Also wir haben ja jetzt festgestellt, im Euro wären wir ja rausgegangen, weil der muss ja fallen. Und im DAX wären wir ja auch vermutlich irgendwann rausgegangen, hier irgendwo,
Weil der DAX muss ja jetzt fallen, weil der Euro jetzt wieder steigen muss. Also das heißt, wir sind immer noch bei der Thematik, die Meinungen stehen immer noch geschrieben im Raum. Der DAX darf jetzt nicht steigen und der Euro auch nicht. Einer von beiden muss jetzt Verluste machen. Das ist so die einhellige, breite Meinung, würde ich sagen. Hans-Joachim sagt, echt, echt, hätte ich nicht gedacht, dass der Euro nochmal kommt. So gesehen, naja, was das angeht, das ist aber ein schöner Satz. Es geht eben nicht um Denken und man muss es einfach durchhandeln. Schwärme sind nicht prognostizierbar. Für mich ist das entspannt. Ich kann den Druck aushalten. Ich kann den Druck auch aushalten, wenn 50 oder 100 Leute zuschauen. Mir ist das wurscht. Ich handle das eiskalt durch. Ich bin ja als Trader nicht hier, damit ich ihnen im Prinzip Recht gebe oder dass ich Meinungen bestätige, sondern ich bin als Trader da, um Geld zu verdienen. Ob das dann für den einen oder anderen positiv oder negativ ist, das ist mir völlig Latte. Wissen Sie, was für mich zählt? Für mich zählt nur Profit. Ich bin Trader. Und alles, was nicht mit Profit zu tun hat, alles, was nicht mit System zu tun hat, alles, was nicht hiermit zu tun hat, das interessiert mich nicht. Weil von Meinungen kann ich meine Miete nicht bezahlen. Von Meinungen kann ich keine Reisen machen. Von Meinungen oder Gründen kann ich nicht so einfach, was das angeht, mein Leben einfach bestreiten. Und wenn man sein Leben irgendwann mit Trading bestreitet, dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, auf genau was willst du dich jetzt konzentrieren? Günther sagt gerade, ja, Korrelation kann sich ja jederzeit ändern. Auch das ist nicht stabil. Schau dir den Korrelationsmanager an. Eben, Korrelationen können sich ändern. Ja, und vor allem auf welchen Zeitraum? Also Korrelation auf eine Stunde, eine Minute, einen Tag. Es gibt ja auch verzögerte Korrelationen. Das ist ja richtig mies. Verzögerte, invertierte Korrelation, ja, negative Korrelation. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein Tag, wenn der jetzt in den Verlust geht, dann sage ich mir, okay, an dem Tag hatte der Markt kein Schwarmverhalten. Der Schwarm konnte sich weder krass in die eine noch in die andere Richtung entwickeln. Und dann ist das so. Dann hat der Schwarm sich für heute nicht entscheiden können. Und ich als Trader habe dann einen Verlust gemacht, sogar zwei Verluste. Ich kann Sie also nur ermutigen, an die Meinung zu glauben, weil die Meinung und der Glaube an sich selbst, fünf Bücher und das innere Bauchgefühl, das führt langfristig, vor allem mit ganz viel Positionsgröße und keinem Stop-Loss, das führt langfristig zum Erfolg. Keine Systematik. Relativ viel in die Position reinbuttern, so dass es wehtut. Am besten so, dass man nicht vom Chart weggehen darf. Dann weiß man, man spürt den Puls der Märkte. Wenn man den spürt, weiß man, man ist auf der Erfolgsstraße ganz, ganz weit vorangeschritten. Das heißt, nie ein Stop-Loss, alles reinbuttern, was geht, und am besten je nach Lust und Laune. Auch nicht viel Arbeit reinstecken, weil das lohnt nicht. Das geht alles auch per Bauchgefühl. Ja, Sie merken schon, wohin das läuft. Das heißt, das ist Alltag. Und ich fand es mal schön, dass JFD mal auch einem die Möglichkeit gibt, den Alltag zu präsentieren in all seinen Facetten. Ne? Und es wird eben Fälle geben, da läuft es so und so. Und es gibt halt Fälle, da läuft es so und so. Das heißt, ich kann mich jetzt darüber ärgern, dass ich, was weiß ich, zwei Verluste gemacht habe. Ich kann Ihnen sagen, das können 20 Verluste am Stück werden. 20. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen 20 Verluste am Stück. Und das fand ich immer ganz schön. Was heißt Professionalität? Naja, die Frage, wie viele fachliche Verluste ich erleiden kann. Und jetzt haben wir folgendes Beispiel. Der DAX fällt, aber der Euro steigt nicht. Ich denke, der Euro muss steigen und der DAX muss dann fallen. Aber jetzt bleibt es so, dass der Euro die ganze Zeit gleich bleibt. Und wenn man es mal genau nimmt, wo ist eigentlich die Korrelation hin? Der Euro ist die ganze Zeit seitwärts und in der Zeit hat der DAX einmal einen Schuss nach unten gemacht, dann den Schuss nach oben
und dann den Schuss nach unten. Das heißt, so viel zum Thema halt Korrelation, ne? Man darf halt Korrelation auch nicht abhängig machen von zwei Kerzen, wenn man sich das mal so anschaut. Naja, das heißt, auf 2 Monate habe ich jetzt mit den Verlusten an diesem Tag 3.500 Euro oder 3.400 verdient, wenn er in den Stop-Loss läuft. Und wenn er in den Gewinn läuft, habe ich dann halt 3.700 verdient. Das tröpfelt sich so langsam nach oben. Und das ist halt nicht ganz so spannend, wie man sich den Alltag halt vorstellt. Aber was das angeht, schicken Sie mir noch mal Fragen zu, wenn Sie Fragen haben. Jens sagt, 12 habe ich schon gehabt, Verlusttrades, danach 2 Gewinntrades und war im Plus. Ja, man kann tatsächlich 12-mal hintereinander schief liegen und dann mit wenigen Gewinntrades, weil ein positives CRV ist. Bollinger-System, kommt drauf an, wie es modelliert ist. Also man kann verschiedene Systeme fahren. Das nimmt sich nichts. Heute ist zum Beispiel ein antizyklischer Tag. Das heißt, der Schwarm kommt weder nach oben weiter noch nach unten weiter. Das heißt, heute profitieren die Antizykliker. Ne? Und ja, es gibt 2 Arten, ne, wie man traden kann. Das ist relativ easy. Du kannst entweder eine Begrenzung einziehen und dann tradest du dagegen an. Das heißt, der Kurs läuft und du gehst dagegen. Oder der Kurs kommt von oben nach unten und du gehst nach oben. Das sind die sogenannten antizyklische Systeme. Du kannst aber auch sagen, weißt du was? Ich gehe prozyklisch. Das heißt, der Markt geht long und beim Durchbruch gehe ich long. Der Markt geht short und beim Durchbruch gehe ich short. Das heißt, prozyklik und antizyklik hält sich die Waage. Ne? Und die prozyklik überwiegt aber letztendlich mehr. Das heißt, Montag, Dienstag, Donnerstag ist es ratsamer, mit dem Markt zu gehen. Mittwoch ist so gesehen ein neutraler Tag und Freitag ist es eher dazu gedacht, was das angeht, dagegen zu gehen. Das heißt, Montag, Dienstag, Donnerstag sind die Knallertage, Freitag ist der Umkehrtag, wenn man so möchte. Wenn man so möchte. Ne? Thorsten sagt gerade, stellst du kurz die Angebote von Börsenmatrix vor? Das mache ich an der Stelle tatsächlich nicht. Wir haben das auf der Seite. Einfach vor dem Hintergrund, weil es heute tatsächlich um Live-Trading geht und ich auch keine Sachen bewerben will. Wer sich für sowas interessiert, kann sich damit beschäftigen, aber es soll heute tatsächlich, mir persönlich geht das auf den Zeiger, wenn da ständig irgendwelche Werbeveranstaltungen gemacht werden. Und JFD ist ein sehr guter Broker, die zeigen mal echte Trader, die wirklich real vorhandeln. Und ich sag's Ihnen, wie es ist, wenn Sie sowas wie Service haben, ja, was lassen wir uns am Ende bei Börsenmatrix bezahlen? Naja, die EAs, die statistischen Auswertungen, so, dafür bezahlt man, aber dieses Geld, was da reinkommt, ist halt nur dann gut, wenn du auch traden kannst. Weil wenn du nach 6 Monaten alle Konten im Arsch sind, na, dann hast du auch keine Kunden mehr. Ja, also bei Börsenmatrix geht es um Live-Trading. Ja, also wir traden die Systeme durch. Ja, und man hat dann auch Zugriff auf Präsenzhandel. Den machen wir bei Scalp Trading Plus. Das heißt, bei Börsenmatrix geht es rein um den automatisierten Handel. So gesehen, dass man Dennis? weiß, welche Boxen man handelt, wenn man weiß, welche Zeiten man handelt, wenn man weiß, wie man die EAs einstellt. Wenn man weiß, welche Basiswerte gehandelt werden können und so weiter und so fort. Na, und das gehört halt eben dazu. Dennis, und auch die, Ja, hau raus. ich nehme gleich mal die Frage vom Thorsten auf. Generell, wir arbeiten ja eh, wie gesagt, zusammen, haben uns ja partnerschaftlich gefunden in Sachen Ausführung, Execution, Brokerage, Skills deinerseits. Wie gesagt, sind wir auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir da mit dir einen neuen Partner gewonnen haben. Das bauen wir auch aus. Und wer sich von euch dafür ein Abonnement sowohl für Scalp Trading als auch Börsenmatrix interessiert, der soll uns doch einfach, schreibe unsere E-Mail-Adresse gleich nochmal rein, an den Support schreiben mit dem Stichwort JFD Live Event vom 17.07., sprich heute. Und dann werden wir euch ein individuelles Paket schnüren, zumal wir eh für JFD-Kunden da eine Besonderheit vorbereiten, Dennis, wenn ich das noch so recht im Kopf habe. Da müssen wir noch irgendwas schnüren. Eben, Ja, eben. da siehst du aber auch, da kommst du mehr.
Das finde ich aber auch toll an JFD. Die zwängen mich nicht permanent in irgendeine Marketing-Scheiße. Na. Die sagen mal konkret, das auch bei dir, das finde ich klasse, das muss auch mal gesagt werden. Weil die meisten Broker machen eigentlich nur, Dennis, stell bitte vor, was zieht. Ja, der Kämmerer, der kam nicht zu mir und hat gesagt, mach eine Show. Der hat gesagt, passt mal auf, du tradest doch live. Yo, hättest du nicht mal Lust, den Alltag vorzustellen? So, da weiß man von vornherein, das ist nicht so eine Art Showmacher. Und das finde ich tatsächlich ganz angenehm. Das muss ich tatsächlich auch mal an der Stelle sagen, weil das geht Danke echten für die Blumen. Tradern auch ziemlich auf die Nerven. Danke für die So, Blumen. jetzt wurde der Trade ausgestoppt. Jetzt gucken wir uns mal an, mit was der ausgestoppt wurde, dass wir uns auch die Exekution angucken. Und die war wieder messerscharf. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, weil wenn der Broker mich hier, da sieht man mal wieder die Exekution, hervorragend erledigt. So. Das ist, genau, ah, jetzt ist die Kerze drüber, warten wir mal kurz. Naja, auf jeden Fall, wenn wir es mal drüber ziehen. Sehr, sehr schöne Exekution, perfekt gelaufen. Jetzt würde, der Anfänger wird vermutlich sagen, was ist da perfekt gelaufen? Das waren zwei Verluste. Das ist tatsächlich das Schwert, das jeder tragen muss. Jetzt will ich mir erstmal die Handelskosten angucken, die ich hier mit JFD zahlen musste. So. Perfekt exekutiert. Perfekt exekutiert. Wunderbar. Das heißt, für heute habe ich mich an meine Regeln gehalten. Zweimal minus 185 Euro kassiert. Man sieht hier unten den Profit und Loss. Damit bin ich immer noch 3.560 Euro im Plus für 2 Monate. Das ist okay. Gut, wir sind halt auch erst vor 2 Monaten zu JFD gekommen. Also wir haben vorher die Strategie schon länger gehandelt. So ist es nicht. Aber seitdem wir halt bei JFD handeln, ne? Naja, und daher, jetzt ist das Thema für heute, für den DAX erstmal vorbei. Das heißt, hier haben wir alles erledigt und jetzt ist einfach nur noch der Euro-US-Dollar am Start. Ja, und so läuft das Tag für Tag durch. Tag für Tag. So gesehen, die Routine läuft vor sich hin in dem Bereich. Und wegen dem Paket mit JFD, da müssen wir noch irgendwann was schnüren, Christian. Da setzen wir uns irgendwann zusammen und dann Eben. checken wir das durch. Eben. Ich habe ja gesagt, ich Das habe auch ist doch gerade in den das. Chat schon geschrieben, hier JFD Live Event Abo, sollen Sie einfach an support@jfdbrokers.de schreiben und dann nehmen wir da nochmal persönlich Kontakt auf. Wie gesagt, da würden wir auch in Zukunft auf deiner Seite was machen. Definitiv, wie gesagt, das bringt einen Mehrwert. Auch heute gutes Beispiel an der Stelle. Wie gesagt, es wäre ja wunderschön, wenn das alles gleich in den Gewinn gelaufen wäre und wir sozusagen wieder in die Kerbe gestroschen hätten. Da siehst du, es ist doch ganz simpel, am Markt Geld zu verdienen. Nein, es zeigt sich hier einfach mal das System, was getriggert hat, aber in beiden Fällen eben ein Los praktiziert habe. Aber du nimmst es mit der Gelassenheit, die man sich eigentlich am Ende wirklich erstmal erarbeiten muss. Und das Mich ist doch nicht neben den kaputt, ganzen. Christian. Was sagst du? Ich mache mich doch nicht kaputt wegen Na dem eben. Markt. Na eben, aber das ist eben, machen wir uns nichts vor. Ich meine, als ich Anfang 2000 da losgelegt habe, oder das macht jeder am Ende des Tages durch. Der eine braucht Jahre, der nächste Monate, aber es ist ein Prozess, ja. Du hast ja auch lange gebraucht und das geht auch nicht per Wochenendseminar oder wenn man jetzt den super Algo oder das super Template hat. Am Ende ist es das zwischen den Schultern und das muss man wirklich erstmal trainieren. Also insofern auch trotz dessen, es war ja, sag ich mal, fachlich, wie es so schön heißt, ein absolut sauberes Setup. Execution, brauchen wir nicht drüber reden, da sind wir fair transparent und eben auch als Nicht-Market-Maker ganz klar der, mit dem man am Markt agieren sollte. Und ich sag mal, jetzt geht es einfach darum, das System durchzuhalten. Und es zeigt halt hier sehr schön, dass die Verlusttrades dich hier nicht anknabbern. Und darauf kommt es am Ende an. Ich meine, wie gesagt, Gewinn wäre schön gewesen, auch für dich, für die Performance. Aber lass uns mal ein Jahr später das Gleiche wiederholen und direkt so anknüpfen an die Equity. Auf jeden Fall Naja, geil. guck, wenn der Euro mir in den Gewinn geht, dann sind das 1140 Euro. Das heißt, nehmen wir mal an, der Euro entwickelt sich doch heute positiv. Ne? Und der geht in die Range und macht heute die Range. Na, was habe ich dann? Was habe ich dann? Naja, 1140 minus 187 minus 184. Na, da gehe ich heute mit 769 Euro minus 700, plus 769 Euro nach Hause. Das ist doch dann ein super Tag. Gut, ich muss aber in Kauf nehmen, dass die eine Strategie im DAX dann nicht funktioniert hat. Und ich muss aber auch Tage haben, wo gar nichts funktioniert. Aber es wird auch Tage geben, wo alles funktioniert, wo dann jede Strategie in den Gewinn läuft. Da ballert's dann dir 3.000 Euro rein. Da weißt du auch, okay, mal ein schöner Tag gehabt, aber es kommen auch wieder schlechte Tage. Also das ist halt normal.
Das ist klassischer Handelsalltag. Und das ist das, was auch Vogt in seinem Anfangsbuch geschrieben hat. Einem Händler, der professionell seinem System folgt, dem ist, wenn der gar nichts nebenbei macht, unendlich Langeweile. Unendliche Langeweile. Ich meine, wir können ja mal den Präsenztrade angucken, den wir auch noch nebenbei am Laufen haben. Da eiert der auch nur rum. Wo ist das hier? Euro, US-Dollar. Wo haben wir den Kollegen? So, da hängt die Position jetzt bei. Wo sind wir? Naja. Runden wir ab. 10 Pips. 9,5. Ja, dann ist das so. Also da musst du. Birger hat das, Birger Schäfermeier. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe früher immer nur ab und an mal ein Video geguckt. Und der hat mal ein Video gemacht, das fand ich ganz cool. Da hat er gesagt, was ist wichtig? Das habe ich mir so gesehen gemerkt. Und da hat er gesagt, das Wichtigste ist die gesunde Distanz zum Chartver oder zum Kursverhalten. Die gesunde Distanz ist extrem wichtig. Und diese Distanz, für die habe ich 2,5 Jahre gebraucht. Also nur damit wir uns richtig verstehen. Ich persönlich habe jahrelang vor diesem Chart gekämpft. Ich habe rumgebrüllt und ich hatte teilweise auch Tränen in den Augen. Weil wenn du natürlich jetzt in so einen Trade, wie zum Beispiel in den DAX, wenn ich trade das Ganze mit 8,5 CFDs, man kann das Ganze auch, und ich meine, das sind Live-Konten, ne? Das sind 24.000 hier, das sind 19.000 hier, das sind auch keine Spielbeträge, wo man dann mal sagt, na ja, dann ballere ich mal an einem Tag 5, 6, 10.000 Euro weg. So. Das heißt, ich hatte auch Phasen, da hatte ich vor Wut Tränen in den Augen. Weil du natürlich sagst, Mann, warum macht er diesen verdammten Scheißausbruch nicht? Warum nicht? Das System funktioniert doch. Und das muss doch laufen. Naja, und wenn man dann beispielsweise sagt, okay, ich verdopple oder verdreifache meine Positionsgröße, dann kann es eben dazu führen, wenn man relativ einfach das mal formuliert, rein, nehmen wir mal an, der Euro geht wirklich in den Gewinn. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir machen erstmal Dennis der Prophet versus Strategien. Und ich kann Ihnen sagen, was mich persönlich kaputt gemacht hat, was mich gebrochen hat und was mich zum Trader gemacht hat. Das Schlimmste war, wir sagen jetzt also, okay, DAX Range Breakout. Erster Verlust. Laut der Strategie hätte ich, und so haben wir es ja heute durchgezogen, minus 187 Euro machen müssen. Dann DAX Range Breakout, zweiter Ausbruch. Hätte ich laut Theorie 187 Euro Verlust machen müssen. Oh! Schön, ich habe nur minus 184 Euro Verlust gemacht, weil ich wurde durch JFD ein bisschen besser exekutiert. So, ist jetzt so, wie es ist. So, Euro, US-Dollar, nehmen wir mal an, er geht in den Gewinn. Ja, Range Breakout, erster Gewinn. 1140, wenn oder falls. Wenn ist ja zeitlich, also falls, konditional. Das heißt, summa summarum müsste ich also, wenn ich mich an meine Strategien gehalten hätte, plus 770 Euro machen müssen. Das wäre mein Ziel. Also so wäre es gelaufen im Ergebnis. Vorausgesetzt, ich hätte mich an meine Regeln gehalten. Und jetzt kommt das, was mich psychisch kaputt gemacht hat. Früher habe ich zum Beispiel gesagt, okay, DAX Range Breakout, machen wir DAX RB erster Ausbruch. Den ersten Ausbruch hätte ich noch durchgehalten. Aber ich hätte, was das angeht, im zweiten Ausbruch gesagt, weißt du was? DAX RB, ich buttere da jetzt mal richtig Kohle rein. Also in der Form würde ich sagen, naja, wenn man übertreibt, kommt schnell das Doppelt- oder Dreifache hinzu. So, das heißt, nehmen wir mal an, ich hätte übertrieben und hätte gesagt, okay, also wenn der erste schon nicht funktioniert, jetzt aber der zweite, rein da, volles Rohr.
dann hätte ich halt das Dreifache verloren. Ja, das Dreifache wäre dann in dem Fall 3 mal 100 und ich hätte den Stop-Loss noch ein bisschen verschoben, kommt auch noch hinzu, rechnen wir das mal auf 600 € rauf. Das heißt, was das angeht, hätte ich minus 600 gemacht. Das ist ein realistischer Wert, weil meistens sind die Verluste 3 bis 5 Mal so hoch in Abhängigkeit vom Plan. Also durchschnittlich neigen dazu die Trader aufgrund der Positionserhöhung und der Stop-Loss-Anpassung das 3- bis 5-fache des Plans zu verlieren. Und das ist auch der Grund, warum die nicht profitabel sind, weil sie einfach, die sagen zwar immer, ich habe die Eier, ich bin the man, ja, I'm the man, ich bin 22, ich bin 35. Habe ich mir doch auch gesagt, Dennis, du bist Profi-Trader, dir folgen 14, 15.000 Leute auf YouTube, da hast du auch deine Höhenflüge. Dann denkst du auch, du bist der King, du bist der Beste, du machst das. Natürlich ist jeder der Beste. Der Markt stutzt einen immer zurecht. Das ist nur eine Frage der Zeit, ja? Also so gesehen, zurechtgestutzt werden sie alle. Es ist nur die Frage, wer macht's? Und der Trader selber, oder beziehungsweise es ist weniger der Markt. Der Markt richtet schon relativ zügig. Also die Konten sind meistens innerhalb von 6, 7 Monaten dann auch vorbei. Also spätestens, allerspätestens. Also das ist schon, was das angeht, wirklich allerhöchste Eisenbahn. Dann winkt schon der Margin Call. Naja gut, und jetzt kommt Dennis, der Prophet, an und sagt, naja, pass mal auf, ich sehe, dass sich das ändern würde. Das heißt, wenn jetzt noch und jetzt kommt der Euro noch hinzu, das wollen wir ja auch noch im Prinzip reinschreiben, jetzt im Euro-US-Dollar, wenn ich Pech gehabt hätte und ich hätte jetzt gesagt, okay, negative Korrelation, Euro darf nicht steigen. Ich hätte das also vielleicht mit, ja, wann hätte man das zugemacht? Naja, hier unten irgendwo mit, ich weiß es nicht, 6 Pips Verlust, weil man sieht ja, dass der Markt steigt. Wir haben ja hier auch irgendwas Bärisches getriggert, wieder völlig ohne System. Hauptsache, man hat irgendeine Begründung, warum der Verlust letztendlich sitzt. Und dann hätte man gesagt, weißt du was, ich muss hier raus. Man sieht doch, dass das nicht funktionieren kann. Naja gut, dann hätte man dann mit minus 6 Pips das Ganze beendet. Ich trade das Ganze mit 2,7 Lot. Das sind 27 US-Dollar pro Pip. 27 US-Dollar pro Pip. Wir stehen aktuell bei 1,1730 geteilt durch 1,1730. Das heißt, 23 Euro ist der Pip-Wert mal 6 Pips. Das heißt, minus 138 Euro. So, das heißt, nehmen wir mal an, ich hätte gesagt, aufgrund von irgendwelchen subjektiven Meinungen, ich muss da raus. Ich bin der Trader. Der Trader weiß, wie es läuft. Dann heißt, ich hätte minus 138 Euro gemacht. So. Wenn man das Ganze dann mal aufzieht und sagt, Ergebnis, was hätte ich dann an dem Tag letztendlich kassiert? Naja, lassen Sie uns das zusammenrechnen. Minus 187, minus 600, minus 138. Das heißt, ich wäre mit minus 928, also wenn der Euro jetzt in den TP läuft und ich gehe da nicht mehr mit rein und ich hätte gesagt, naja, ich muss da raus, dann wäre das eine Differenz von 1.700 Euro gewesen, 1.800 Euro. Das heißt, in der Theorie hätte ich 770 Euro verdienen müssen. In der Praxis habe ich aber minus 900. Das heißt, ich bin ja nicht mal 0 auf 0, sondern ich bin, und das ist das, was einen psychisch kaputt macht, weil man natürlich dann sagt, Mann, Dennis, jetzt bei aller Liebe, du hast eine Strategie. Wenn du sie durchgehandelt hättest, hättest du 770 Euro Gewinn gemacht. Wenn du sie aber dadurch, dass du so gesehen sie nicht durchgehandelt hättest, hast du halt minus 900. Ergo, du hast 1.800 Euro verballert. Was zur Hölle ist los mit dir? Du hast eine Strategie, die sagt dir, die ist profitabel. Und du meinst, weil du der Prophet bist, 1.800 Euro zu verballern, das machst du in einem professionellen Händlerraum ein einziges Mal und du bist weg. Einmal und du bist weg. Und das muss man sich vorstellen. Nur weil ich alleine in meinem Büro bin. Ich meine, klar, hier sind 10 Monitore, dies, das, ja. Das heißt, es wirkt zwar professionell,
aber du bist nur so professionell, so gut du deine Strategien umsetzt. Das heißt, es hängt an zwei Faktoren. A, setzt du es auch wirklich um? B, setzt der Broker das um, wie du es möchtest? Das heißt, du hast zwei Instanzen, die dir mehr oder weniger die Hölle auf Erden bereiten. Einerseits, und das ist zu 99% man selbst. Und dann gibt es noch Fälle, wo der Broker echt Scheiße baut. Und da muss schon viel passieren, dass der Broker dafür verantwortlich ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Da muss man wirklich sagen, da muss man easy durchatmen. Und das ist genau der Punkt. Stellen Sie sich jetzt vor, ich wäre gestresst. Ich würde mir jetzt die Seele aus dem Leib rauchen, mir 100 Liter Kaffee holen, mich jetzt ärgern, würde sagen, ach Mensch, ach dies, ach das. Von Tradern wird ja immer erwartet, die halten sich an die Regeln. Das sind die eiskalten, coolen Jungs. Ja, aber wenn man Trader werden will, dann muss man genauso sein. Ne? Hans-Joachim sagt gerade, wer nicht Tränen in den Augen hatte oder nicht die Tischkante am liebsten hätte beißen wollen, so gesehen hat seine Trader-Ausbildung noch nicht hinter sich. Ach, da, ich habe schon Mäuse durch die Gegend geworfen. Also, es gab auch Fälle, da habe ich einfach das Handy genommen. Es war eh schon irgendwie 8 Jahre alt. Neues Handy war schon da. Da hast du das Handy genommen und einfach vor Wut quer durchs Büro geschmissen. Ne? Und das wirkt halt auch nicht professionell, wenn du dann völlig aggressiv zur Freundin rübergehst und die dann auch noch anschnauzt, warum irgendwas ist. Alles schon hinter sich gebracht. Ne? Alles schon hinter sich gebracht. Ne? Und was sagt natürlich die Freundin? Hey Schatz, ich habe Verständnis dafür und dies und das. Die rasten dann nicht nochmal aus. Aber so kann man dann auch persönlich, ja, sich sehr das Leben schwer machen. Man sagt nicht umsonst, Trading ist die schwerste Form, einfach Geld zu verdienen. Schwer, einfach ist es deshalb, weil du dich nur an die Regeln halten musst. Und schwer ist es deshalb, weil du dich an die Regeln halten musst. Ne? Und jetzt ist ja genau die Frage, ich würde gerne oder ich, wir haben das Webinar eigentlich bis 10:45 Uhr angesetzt. Es wäre jetzt ein einfaches zu sagen, okay, wir beenden das Webinar, es hat Spaß gemacht mit Ihnen, tolle Sache, jetzt haben Sie mal den Händleralltag gesehen, Tschüssikowski. Ich würde aber gerne das Webinar tatsächlich dann noch und gerne subjektiv verlängern, damit wir diesen Trade auch so ein bisschen mit begleiten, weil man in der Form dann auch mal sieht, wie sich das real entwickelt. Weil es gibt nämlich auch Tage, da macht er den Trade innerhalb von ein paar Minuten. Da geht's bam, 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 bam. Und dann hämmert er einfach mal 100 Pips nach oben. Und man fragt sich, was zur Hölle ist passiert? Ist Mario Draghi ausgerastet? Ist Schäuble wieder Finanzminister? Ist Angela Merkel noch Bundeskanzlerin? Hat die EZB was gemacht? Hat die BaFin was gemacht? Oder es wird auch Tage geben, da ist er kurz vorm TP und schießt wieder zurück. Diese Situation hatten wir ja heute. Das heißt, heute haben wir gesehen, okay, der Markt eiert im DAX nur rum. Der Schwarm entwickelt keine Richtung, keine prozyklische Richtung. Das heißt, der ballert jetzt hier rum und nichts passiert. Ich kann mit dem Verlust leben, weil wenn ich mir überlege, der DAX hatte heute eine Eröffnung bei 12.557. So. Wo steht der Markt aktuell? 7 Punkte tiefer. 7 verdammte Punkte tiefer. Um es mal hart auszudrücken, der DAX ist komplett dicht. Er ist komplett dicht. Er ist 7 Punkte. Er ist ein bisschen rauf, ein bisschen runter. That's it. Wenn ich mich nach dem Schwarm richte und der Schwarm macht es nicht, dann nehme ich es in Kauf. Und jetzt bin ich zum Beispiel jetzt schon 25 € vorne. Hätte ich jetzt also die Position zugemacht bei meinem Korrelationsmeinungstrade, das wäre hier oben gewesen, hätte ich minus 138 erstmal Verlust eingebucht. Das heißt, hier wäre ich jetzt schon ehrlich gesagt unter Druck, weil ich jetzt natürlich sagen würde, verdammt, 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 was ist da los? Ich meine, ich habe doch eigentlich davor gesessen und wollte die Strategie verbessern. So, jetzt stellt sich auf einmal raus, Mist, der Markt scheint jetzt irgendwie doch so eine Seitwärtsphase auszubilden. Verdammt, 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 verdammt.
Und ich bin da unten rausgegangen. Das war der schlechtmöglichste Ausstieg. Ja, im Nachgang. Im Nachgang. Das heißt, jetzt sind wir exakt bei dem Punkt. Das eine hat nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Nämlich die Thematik, der Schwarm hat sich für eine Richtung entschieden. Wir haben uns mutig drangehangen und wir wurden dafür bestraft. Wir wurden bestraft, dass wir was Richtiges gemacht haben. Thema fachlicher Verlust und nicht fachlicher Verlust. Das heißt, man muss letztendlich ja zwischen vier Entscheidungsformen unterscheiden. Ja, es gibt, was das angeht, einmal den fachlichen Teil, fachliches Trading. So, da kann, und es gibt das, sagen wir mal, prophetische oder unfachliche Trading. Ja. Und da gibt es jetzt zwei Varianten. Da haben wir einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. So, da gibt es einmal den fachlichen Gewinn und natürlich den fachlichen Verlust. So, und dann gibt es noch den unfachlichen Gewinn und den unfachlichen Verlust. Wenn man unfachlich tradet, was ich ja selber auch 4, 5 Jahre gemacht habe. Ich habe es übertrieben. Was meinen Sie, wie viele Konten ich kaputt gemacht habe? So. Warum kann man, weil Christian, du hast doch gerade gesagt, die meisten haben Probleme, Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen, right? Volle Zustimmung, mein Guter. So. Das heißt, warum macht man das? Warum ist die Gefahr so groß zu sagen, ich gebe dem Trader doch mehr Platz. Oder, hey, lass uns den Gewinn doch mitnehmen. Wir sind doch schon im Gewinn. Nimm das mit, Mann. Naja, weil wenn du nicht weißt, was du tust, bist du froh, einen Gewinn zu haben. Und wenn du nicht weißt, was du tust, hast du Angst, einen Verlust zu kassieren. Und das ist der simple Grund. Wenn du keinen Plan hast, dann ist das immer nur so eine Mischung aus Angst und Gier oder Gier und Angst. Und wenn du halt fachlich sauber tradest, dann nimmst du den Gewinn damit, wo er hingehört. Wo er hingehört. Und wenn du so gesehen, und das heißt in dem Fall auch, das heißt, auch laufen lassen, so wie es das System eben sagt. Punkt, wo er hingehört. Und genauso auch natürlich im Verlustfall. Du ziehst den Stop-Loss, weil du weißt, was du tust. Also sagst du, wo das verdammte Ding hingehört. Das heißt, Stop-Loss ziehen. Punkt aus Ende. Das heißt, Professionalität braucht einen Plan, weil erst mit dem Plan du in der Lage bist, Gewinne laufen zu lassen, aber auch Verluste zu begrenzen. Bist du ein Prophet, schwankst du immer zwischen Gier und Angst. Jetzt zum Beispiel könnte man ja sagen, oh. Zum Beispiel, ja, das Erste, was man jetzt feststellen würde, wenn wir nämlich weitergehen, hier hätte man gesagt, oh, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Jetzt. Verdammt, 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 ich bin zu spät, zu spät, zu spät. Der rastet doch nach oben aus. Das kann doch nicht wahr sein. Der hätte doch heute fallen müssen. Warum auch immer. Wir wissen es jetzt auch nicht. Und Sie merken, ich habe ja auch noch einen Präsenztrade offen. Das heißt, das ist der Trade, den wir hier auch noch laufen haben. Da kann ich jetzt auch nicht jederzeit auf den Chart gucken. Da könnte ich mich jetzt in den Minutenchart reinfräsen und sagen, so, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Bullischer Impuls läuft. So, hier bin ich halt heute reingegangen. Genau hier. So. Warum? Weil ich Seitwärtsphasen, weil ich nur dann trade, wenn er seitwärts ausbricht. Das ist das hier.
Ja, in der Struktur. Nur Präsenzhandel ist, das muss man können. Das ist nicht so einfach. Das heißt, in dem Fall hat er das letzte Impuls hochgebrochen. Und jetzt aus der Perspektive, das heißt, vorher waren wir auf dem Minutenchart. Da hieß es eventuell im Kopf, nicht, dass Sie das sagen. Ich gehe das für mich durch. Ja. Da hieß es jetzt, okay, oh, das wird nichts. Jetzt stellt man fest, verdammt noch mal, verdammt noch mal. Das war doch super, super offensichtlich, dass das hier irgendwie nur eine Reaktion ist oder eine Korrektur, wie man es jetzt ausdrücken möchte. Und jetzt beginnt der nächste Impuls. Und wo bin ich rausgegangen, wo ich hätte nicht rausgehen dürfen? Hier unten. Nämlich da, wo die schwachen Hände immer rausgehen. Und das ist der Grund, warum die schwachen Hände jetzt auch nicht bei sowas dabei sind. Wenn man natürlich die Charttechnik im Nachgang analysiert, dann wird man sich oder das Regelwerk, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, simples Beispiel, also wenn man den Tag rückwirkend beobachtet, wird man sagen, oh, das war ja ein ganz geiler Tag. Der Markt hat oben sich entschieden für eine Richtung, dann hat er ein bisschen rumgeeiert. Und dann hat er die Konsolidierung bullisch aufgelöst. War ja erwartbar. War ja klar. Muss ja. Ne? Schwarmverhalten. Die Strategie ist ja eh profitabel. Und dann sieht man relativ schön, innerhalb des Tradens kommt aber der eigene Kopf sehr, sehr schnell auf Ideen, die einen dann immer wieder zweifeln lassen. Gerade so diese Phase war, glaube ich, heute so ein bisschen critical. Also das war mehr oder weniger, wenn man mich fragen würde, Dennis, was war heute die schwerste Form? Die schwerste Form ist gemeint mit subjektiver Meinungstrade. Bedeutet, man hätte jetzt hier den Short gemacht. Ja, mit der Begründung, wir müssen raus. Und das ist Trading. Trading ist im Prinzip dem Entsagen. Ja, und es wäre natürlich, deswegen würde ich das Webinar auch gerne mal weiterlaufen lassen. Es wäre doch schön, wenn wir dann innerhalb des Webinars, obwohl wir da Verluste kassiert haben und uns trotz der Regeln am Ende dennoch einen Gewinn beschert werden. Weil wir erinnern uns an den DAX. Der DAX hat ja zweimal minus 184, einmal minus, was waren das? Minus 184, minus 100. 87. Das heißt, wir haben minus 371 eingebucht, richtig? Ja, weil wir uns an die Regeln gehalten haben und so weiter und so fort. Danke fürs Gespräch übrigens, ne? So, man hält sich an die Regeln und kriegt dann noch einen auf die Mütze. Dankeschön. Jetzt ist es nur so, wir gucken uns das Ganze mal an und der Trade ist jetzt plus 126 Euro vorne oder 100 Euro vorne. Das heißt, mein Verlust hat sich gerade schon mal um minus 270, minus 100 reduziert und ich stehe nur bei minus 270. Wenn der Euro jetzt weiter steigt, das heißt, man kann es ja relativ einfach mal formulieren. Das heißt, wie viele Pips bräuchte ich hier, damit ich so gesehen 0 auf 0 für den Tag rauskomme? Und dann sieht man, naja, das sind gar nicht so viele Pips. Also das heißt, wir hatten, was war da? Oh, ich kann mir das nicht merken. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Oh! Scherz. So. Minus 178, minus 148, minus 371 Euro mal 1,1738. Das heißt, wir sind dann hier bei minus 435 Pips. Wir sind mit 2,7 Lot unterwegs, geteilt durch 7. Das heißt, ich brauche 16 Pips. Ja. 16 Pips, was das angeht, er machen müsste, damit ich 0 auf 0 komme. Das heißt, 16 Pips wären dann in dem Fall von hier aus gemessen roundabout hier. Das heißt, wenn der Euro-US-Dollar hier ist, bin ich wieder 0 auf 0. Und ich habe mich an meine Regeln gehalten. Das ist doch wunderbar. Wobei natürlich, wenn jetzt der Trade erst heute Nachmittag um 17 Uhr in den Gewinn läuft, das ist natürlich dann auch so eine Geschichte. Wollen wir es vielleicht so machen, dass in der Form ich nach dem Webinar noch ein Videoteil dran packe, wo
wo ich dann einfach sage, so meine Damen und Herren, jetzt im privaten Video, dann, dass wir in der Form einfach das hinten dranhängen, dass man sieht, wie sich auch dieser Trade entwickelt hätte, damit man wirklich mal einen kompletten Handelstag hat. Ist auch eine schöne Sache, die kann man dann einfach auf einfach auch bei uns mal auf Börsenmatrix draufstellen, weil dann wird im Prinzip klar, wie man tradet, wo die Probleme beim Traden sind. Dennis. Ich fand das ein relativ schönes Ding. Ich meine, wenn es noch Fragen gibt, Christian, ja. Ich würde mal ein bisschen was trinken. Was hast, hey, pass auf, ganz, was sind noch die Sachen, die du erwähnen würdest oder die dir wichtig sind, die, wo du sagst, da würde ich gerne noch einen Fokus drauf setzen, weil wir sehen ja gerade live den Trade noch, wie er entgegen unserer Meinung läuft. Du hast ja, wie gesagt, also da sowohl den, sage ich mal, algorithmischen, / automatischen oder jetzt dann eben auch den diskretionären Trade wunderbar ausgeführt, auch mit allen Pro und Kontras, auch in Konsequenzen der Erwartungswerte und dergleichen. Jetzt ist es wirklich ein Zeitspiel, da ist mal gefragt, insofern dein Video Upgrade oder Update dann im Rahmen des Nachgangs von diesem Webinar finde ich auf jeden Fall hervorragend, weil ich würde sagen, gegen 11 machen wir auf jeden Fall die Türen dicht. Der ein oder andere hat sich schon verabschiedet, hat aber auch gesagt, vielen Dank für das Webinar, der Rest wird auf YouTube geschaut. Das Feedback ist bis jetzt super, habe ich auch fast gar nicht anders erwartet, muss ich sagen. Auf jeden Fall grandios, gut gemacht und wirklich auch hier ohne, sage ich mal, vorgehaltene Hand die Wahrheit zutage gefördert. Es gibt eben, wie gesagt, viele Perspektiven, um auf den Markt zu schauen, diesen auch zu handeln, aber eben da auch die Wahrheit nach vorne zu bringen, ist nicht jedermanns Sache. Insofern ungeschönte Realität, auch mit dem Nachhall konkreter Worte. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr noch Fragen habt, liebe Teilnehmer, jetzt nochmal den Chat nutzen, auf jeden Fall auch Feedback geben. Ansonsten Support wegen dem Abo anschreiben, das steht ja schon im Chat. Und das Angebot von Dennis nehme ich in jedem Falle sehr gern an, dass du dann auf Börsenmatrix das Video hochlädst. Ich kann auch den Link von Börsenmatrix gern nochmal reinstellen hier in den Chat. Für alle Teilnehmer werde es dann in YouTube auch unten nochmal dranhängen. Und dann können wir das im Prinzip auch genauso rund abschließen, denke ich. Wie gesagt, wir können das thematisch noch ausarbeiten, aber der ein oder andere Zuschauer ist jetzt schon 2 Stunden plus hier mit am Start. Jetzt endet auch die European oder Vormittagssession ja in wenigen Minuten. Das heißt, es dürfte ohnehin ruhiger werden. Britische Pfund haben wir uns gar nicht angeschaut, muss ich gerade sagen. Das hatten wir im Eingang ja auf der Pfanne. Da weiß ich gar nicht, ob es so starke Bewegungen gab. Ja, so spuckte mal ein bisschen nach oben, will ich mal sagen. Aber auch nicht so, wie man es manchmal sonst gesehen hat. Da ist schon der Widerstand, genau, habe ich auch so im Fokus. Aber das ist etwas, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt uns auf jeden Fall das Feedback. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich dabei wart. Dennis, vielen Dank auch für deine Ausführungen. Ich musste heute im Prinzip so gut wie nichts sagen. Ich war ja mehr oder weniger eher passiv unterwegs, hat aber auch nicht gestört, denn du hast das Publikum hier wunderbar angeführt, mitgenommen und abgeholt an der Stelle. Da sage ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Webinare macht Dennis auf jeden Fall jeden Dienstag auch bei uns. Schaut da auf unseren Live-Event, auf unseren Event-Kalender, wo auch der Live-Event zu finden war. Dort, wie gesagt, die ganzen Daily-Streams und Dienstagabend, also sprich auch heute Abend, Dennis, ja, dann auch wieder ein Webinar mit dir jeden Dienstag. Grandios, auch da haben wir natürlich unsere Kooperation ausgebaut. Freue mich auf jeden Fall sehr, dich da auch hier bei uns auf dem JFD-Channel zu begrüßen sozusagen. Und wie gesagt, ich will jetzt den Trade gar nicht mehr totreden. Sag daher, Dennis, vielen Dank an der Stelle für dein Beisein. Du hast jetzt nochmal das Schlusswort, bevor ich dann sozusagen die Türen schließen würde. Und insofern hau raus, was du noch mitteilen willst. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Trader-Alltag live, wie er lebt und lebt. Vielen Dank, Christian, für die Option, das vorstellen zu dürfen. Ich bin auch froh, bei JFD sein zu können. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir werden das vermutlich auch wiederholen, wenn das erwünscht ist. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen viel Disziplin, viel Erfolg. Wenn Sie manchmal denken, dass Trading schmerzhaft ist, Sie hören es an meiner Stimme, ich habe es hinter mich gebracht und bringe es noch tagtäglich hinter mich. Folgen Sie den Regeln, bleiben Sie diszipliniert. Es wird nicht immer belohnt, aber am Ende wird abgerechnet und Trading ist ein Marathon. Trades werden schnell abgeschossen, aber ob Sie dann in den Gewinn laufen oder nicht, ist eine andere Thematik. Das Video werde ich an das Webinar direkt dranhängen, dass wir das alles in einem Package hochladen. Ich verabschiede mich, sage Good Trades, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grüße zu dir, Christian, und wir hören uns demnächst bald wieder. Auf Wiedersehen.
Super, super Schlusswort. Will ich auch gar nicht viel anschließen. Das Feedback ist super positiv. Wie gesagt, wenn er uns das auch an unseren Support nochmal raushaut, auch wer im Nachgang das Video bei YouTube sieht, gerne auch da nochmal ein Feedback bei JFD, damit wir auch eine Bestätigung dafür haben, dass wir euch hier abholen. Und wie gesagt, das wird nicht das letzte Webinar gewesen sein. Und ich meine, Jens hat vorhin auch gefragt, das wird auch kein Jahr dauern, denn es macht ohnehin jeden Dienstag eins. Aber so ein Live-Event werden wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen, gerade vor dem Hintergrund der Live-Konten, die Dennis hier auch fährt, da wollen wir weiter transparent nach vorne gehen und insofern wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank fürs Dabeisein, auch nochmal von meiner Seite, Dennis. Vielen Dank nach Berlin hier aus dem Süden und wir hören uns sowieso bald. Wir schnitzen auch ein schönes Paket für alle JFD-User und insofern Happy Trading, vergesst die Stops nicht und auf bald in dem Sinne. Ciao, ciao.